Die Aufnahme ist gestartet. Ja, herzlich willkommen hier beim Ahnenforscher-Stammtisch Unna zum Workshop Grundlagen zu Suche und Forschung im Family Search. Und zwar Informationen dazu aus erster Hand direkt von Family Search. Dazu begrüße ich Jan Hatzig von Family Search, dann Patricia Mollemans von Family Search und Annette Unrau-Adams, die auch in der Family Search Library in Salt Lake City, Utah gearbeitet hat. Und die drei werden also diesen Abend gestalten. Und dann gebe ich jetzt das Wort an dich, Jan. Ja, super, danke dir, Georg. Also wir freuen uns sehr, dass wir heute bei euch sein dürfen. Also ich arbeite sozusagen als Experience Manager bei Family Search, bin für den deutschsprachigen Raum zuständig. Das ist sowas wie ein Produktmanager. Und Patricia, vielleicht willst du sagen, was du machst. Ja, ich bin für den Support im deutschsprachigen Raum zuständig, zusätzlich auch im Portugiesisch, Polnisch und Englisch im Moment. Und ja, wir versuchen uns um unsere Kunden zu kümmern und eure Fragen zu beantworten und weiterzuhelfen, wenn jemand mal stecken bleibt. Genau, und ich glaube, Annette kennt man schon mittlerweile, die war schon öfter hier auch mit dabei. Und Georg hat es ja auch eben schon gesagt. Genau. Dann, ich hätte eine kurze Eingangsfrage mal an alle Teilnehmer. Wir machen das mal folgendermaßen, damit wir so ein bisschen einschätzen können, auf welche Themeninhalte wir heute eingehen oder was wir so vielleicht ein bisschen vertiefen. Schreibt doch mal in den Chat kurz rein, eine 1, wenn ihr schon Family Search oder auf Family Search gesucht habt, eine 0, wenn ihr das noch nie ausprobiert habt und eine 2, wenn ihr das sogar häufig macht. Also 0, noch nie gesucht, 1, ich habe schon gesucht und eine 2, wenn man das häufig macht. Einfach, dass wir mal so ein bisschen Gefühl bekommen können hier, wie es ausschaut. Okay, es ist hier, also Nuller sehe ich fast gar keine. Es ist schon fast wie so ein Binärcode hier. 112, ja, sehr gut, okay. Ich kann gar nicht sagen, ob wir mehr 1 oder mehr 2 haben. Ich glaube, das hält sich so ein bisschen die Waage hier. Okay, dann würde ich fast vorschlagen, wir fangen einfach nochmal ganz von vorne an, wie das so geht beim Suchen. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt es in den Chat oder meldet euch oder fragt einfach mal direkt. Also bei Family Search ist das generell so, dass eigentlich fast alle Inhalte sind kostenlos, alle Inhalte sind kostenlos verfügbar. Und man muss sich dazu aber meistens auch anmelden auf Family Search. Also wer noch kein Konto hat, das müsste man noch machen, das zeigen wir diesmal nicht. Ich melde mich jetzt mal mit einem Konto an, das ist einfach so ein Übungskonto von mir, auf dem ich immer Sachen zeige. Da ist auch noch kein Stammbaum richtig drin, also da muss ich jetzt auch keine Datenschutzsachen beachten und so. Das ist immer ganz gut, wenn man das hier irgendwo zeigt. So. Das dauert noch einen kurzen Moment. Genau, ich weiß nicht, wem es aufgefallen ist. Family Search hat jetzt zurzeit so eine neue Funktion, eine neue Aufmachung. Wem das nicht so gefällt, der kann das nochmal umstellen, dann sieht er noch das alte. Aber nichtsdestotrotz, alles am Anfang ist eigentlich immer das Gleiche. Man findet sich hier oben zurecht und man hat einen Familienstammbaum, mit dem man arbeiten kann. Hier ist schon die Suche, über die wir sprechen können. Dann hat man auch die Möglichkeit, seinen Stammbaum und ich sage mal die Personen, die da drin sind, ein bisschen mit Erinnerungen und weiteren Informationen noch mehr zum Leben zu erwecken. Man kann mitmachen und es gibt noch andere Aktivitäten. Aber wir wollen uns heute so am meisten auf die Suche konzentrieren. Genau. Wenn wir jetzt auf Suche klicken, dann gibt es hier gleich eine verschiedene Möglichkeiten, wie man suchen kann, was man suchen kann oder wie man eben durchsuchen kann. Ich klicke einfach mal auf Aufzeichnung, so das ist der erste Schritt, wie es am meisten oder was die meisten am Anfang machen. Wenn man das aufmacht, dann sieht man sofort hier so dieses neue Fenster und das ist eigentlich so, ich sag mal, das wichtigste Fenster für den Anfang, womit die meisten eigentlich suchen und versuchen voranzukommen. Hier gibt es eine kleine Erklärung dazu und hier sind auch nochmal, ich öffne das nochmal kurz in einem anderen Tab, hier sind auch nochmal ein paar Methoden und Tipps für die Suche nach historischen Aufzeichnungen. Also hier sind so ein paar Sachen zusammengefasst, wie man gut vorgehen kann. Da können wir auch noch ein bisschen drauf eingehen, aber das ist generell so der Leitfaden, wie man einfach losstarten kann. Aber wir zeigen das jetzt mal einfach mal an konkreten Beispielen. Also was sehe ich hier? Ich sehe Vorname, Nachname, ich sehe den Ort und ich sehe ein Jahr. Das sind erstmal so die ersten vier grundlegenden Möglichkeiten, nach denen wir suchen können. Wenn ich jetzt zum Beispiel gar nichts weiß und einfach nur einen Nachnamen habe, dann muss ich ja damit anfangen. Vorname ist sehr schwierig. Also wenn man nur einen Vornamen hat, dann wird die Suche äußerst schwer.
mit einem Nachnamen. Ich kann jetzt einfach mal eingeben, mein Nachnamen Hatzig, und dann suche ich mal hier. Dann sieht man schon gleich, was jetzt hier passiert. Und jetzt kommen ganz viele verschiedene Einträge aus Family Search, die man sich angucken kann. Und jetzt ist die Suche natürlich schwierig. Jetzt müsste ich hier überall durchklicken und versuchen, irgendwas herauszufinden. Also klicke ich nochmal zurück und versuche, die Suche einzugrenzen. Das geht zum Beispiel, wenn ich einen Nachnamen habe und einen Vornamen. Ich gebe jetzt mal Johann ein. Das ist mein Uropa. So, wenn ich jetzt suche, dann finde ich jetzt schon ein paar Sachen. Volkszählung 1930, das wird passen. 1891 geboren, das wird auch passen. Jetzt gibt es hier auch noch verschiedene Einträge und man kann also alle möglichen verschiedenen Dokumente oder Aufzeichnungen finden, in denen ein Johann Hatzig vorkommt. Und dann kann ich versuchen herauszufinden, wie die Sachen zusammenpassen. Also hier sehe ich zum Beispiel einen Eintrag, das ist eine Volkszählung, eine andere Volkszählung. Hier, das ist jetzt zum Beispiel aus Kirchenbüchern. Das sehe ich jetzt hier zum Beispiel. Also ich kann versuchen, in ganz vielen verschiedenen Einträgen oder Aufzeichnungen herauszufinden, ob das mein Verwandter ist oder nicht. Gibt es hierzu erstmal Fragen oder Anmerkungen? Oder Patricia, vielleicht willst du kurz was ergänzen. Genau, Peter und Monika. Peter, warum schreiben Sie bei den Schlesiern Preußen-Deutschen? Warum ist in der Adresse sowohl Preußen als auch Deutschland drin? Galt nicht einmal die Regel, dass man nur eine... Warum steht das immer? Das ist ja doppelt gemoppelt. Ja, super Frage. Vielleicht mal kurz die Erfahrenen unter euch. Wer hat denn darauf eine Antwort? Oder wer weiß das? Weil das ist etwas, was eigentlich ziemlich häufig hier vorkommt. Ich kann ein gutes Beispiel davon geben. Es geht hauptsächlich darum, dass das historisch, dass wir verschiedene Orden haben und für vielen Leuten, die Englisch sprechen oder auch andere Sprachen sprechen, würde man Deutschland vielleicht besser verstehen als Preußen, weil für die Amerikaner zum Beispiel Preußen ist nicht eindeutig. Es sieht aus wie Preuben statt Preußen. Und so, wir haben verschiedene Namen und auch auf Englisch haben wir verschiedene Namen für historische Orten, wo es einmal mit verschiedenen Namen stattgefunden hat. Das zum Beispiel jetzt ist Schlesien wahrscheinlich Polen und so kann man verschiedene Namen für historische Zeitpunkte haben. Also hier wird ja im Prinzip die politische Gliederung dargestellt. Land war Deutschland, dann gab es den preußischen Staat und Schlesien war eine von vielen preußischen Provinzen. Genau. Und darunter kommt dann im Prinzip der Kreis und der Ort. Der Regierungsbezirk ist jetzt nicht angegeben, der fehlt. Aber so ist im Prinzip ja die Gliederung. Ja? Genau, und so, um etwas zu erklären, was Sie nicht wissen, ist zurzeit arbeitet Family Search daran, geografisch Dateien einzugeben auf dem Programm, sodass man auf verschiedene Schichten und Zeitpunkten ein Ort festgesetzt wird, dass man zum Beispiel, wenn man Deutsche aus Russland hat, wird man jetzt die deutsche Name und auch die russische Name sehen können, damit wenn man beides sucht, kann man beides finden. Es geht nicht mehr darum, dass man unbedingt historisch anguckt, sondern wie kann man das am besten mit dem Internet finden. Und so programmiert man die Landkarten und diese Dateien werden zusammen verknüpft mit unseren Bestände, so dass die Bestände mit dem Ort mit verschiedenen Namen zu finden sind. Danke. Dann vielleicht kannst du das ein bisschen besser erklären. Genau, Patricia kam schon auch noch. Es gibt also standardisierte Ortsnamen, um die Suchen eben zu erleichtern und einzugrenzen. In Deutschland ist das super schwierig, ehrlich gesagt, weil dort sich Grenzen immer wieder verschieben und das darzustellen, eben innerhalb dieser standardisierten Ortsnamen, ist eine schwierige Arbeit. Es gibt also zum Beispiel dann eine bestimmte Ortschaft und dann ist der ganze standardisierte Ortsname der gleiche und am Ende ist der Zeitraum auch nochmal eingegeben, von wann bis wann das eben so dieser Ort eben bestand oder in dieser juristischen eben, ja, in diesem Gebiet sozusagen. Peter nochmal, glaube ich, dazu. Entschuldigung, aber ich meine, Vorfahren kommen aus der dänischen, aus Schleswig-Holstein. Und da habe ich aber das Problem, dass man
teilweise aus Dänemark kommt oder teilweise aus Deutschland und teilweise aus Preußen. Es ist verdammt schwer für die Amerikaner zum Beispiel. Die sind die zornigst alle Dänen, aber das sind ganz wenige nur Dänen. Und ich verstehe schon jetzt, was sie machen. Aber okay, und ich halte auf zu quatschen. Also okay. Nee, aber es ist eine super Frage. Und ich weiß gar nicht, warte mal genau, wie wir da hinkommen eigentlich. Pass mal auf, du kannst mal zeigen, www.fernresearch.org. Ja, gibt es nicht diesen Hilfsmittel jetzt, wo man Veränderungen geben kann, eingeben kann? Mach mal Fermisearch, hörst du mich, Jan? Ja, höre ich. Fermisearch.org/research/places. Genau, ja. Das wollte ich und eben gerade. Wir sind im Moment dabei, diese standardisierte Datenbank zu überarbeiten. Und zwar so, dass ein Ort über die verschiedenen Zeiten dann richtig dokumentiert ist, also wie er historisch korrekt ist, das ist leider jetzt noch nicht der Fall. Ne? Also es ist noch viel verkehrt, viel doppelt und wir versuchen das aufzuarbeiten, dass man in welcher Version auch immer man den Ort aufruft, dass trotzdem alles gebündelt ist, ja, dass man dann sehen kann, in welcher historischen Zeitspanne er wie richtig zugeordnet wurde und dass man auch alternative Schreibweisen, also andere Sprachen, die für diesen Ort verwendet werden. Also zum Beispiel München heißt ja Munich auf Englisch und da gibt es dann teilweise auch polnische Namen oder tschechische Namen für Orte, die früher mal deutsch waren. Und dass das alles gebündelt ist. Also dieses Research Places, das sollte man sich vielleicht mal merken. Und da kann man dann auch mal suchen und gucken, was bietet mir denn Fermisearch an? Und man sieht dann auch unten in den Einzelheiten, wenn Jan, müsstest du mal ein bisschen, also deine Karte ist sehr, sehr groß, man sieht den Bereich, der da drunter ist irgendwie nicht. Kannst du da ein bisschen runterräumen mal, dass man den Bereich unterhalb der Karte sieht, auf der rechten Seite? Siehst du da was oder ist da gar nichts? Wähl mal einen Ort aus. Da ist, glaube ich, gar nichts. Ich kann mal auf Reichenberg klicken hier. Jetzt sieht man was genau. Mhm. Genau. Und da ist zum Beispiel auch ein Breitengrad und ein Längengrad. Ne? Also wenn man da jetzt nochmal, man sieht es auf der Karte, dann kann man auch nochmal gucken, ist das wirklich der Ort, den ich hier meine? So, dass es eindeutig beschrieben wird. Weil manchmal gibt es auch Namen, ne, die kommen so häufig vor, dass man gar nicht weiß, habe ich jetzt überhaupt den richtigen? So, aber das ist so ein Hilfsmittel, das kann man sich mal merken. Wie gesagt, im Moment ist unsere Datenbank noch mit vielen Fehlern auch behaftet, aber wir arbeiten das auf und hoffen dann, also wir haben zum Beispiel Österreich bearbeitet und jetzt auch in Deutschland schon haben wir, glaube ich, mit Nordrhein-Westfalen angefangen, um zu schauen, dass es wirklich, ne, dass die Zeiten, die Zeitspannen richtig eingetragen sind und man für jede Zeit dann auch die historisch korrekte Benennung finden kann. Ja, ich wollte noch mal kurz einwerfen. Wichtig ist das ja, da wird ja Jan gleich auch noch mal drauf kommen, bei dem Familienstammbaum, wenn man also dort in diesen Stammbaum eine Person eingibt und den Geburtsort oder den Taufort, Heiratsort, Sterbeort eingeben will, dann, wenn man den eintippt, bekommt man dann diese verschiedenen Zeiträume und dann muss man halt schauen, das Taufdatum, welche Ortsbeschreibung ist da richtig? Weil es geht auch darum, dass eben halt diese Orte natürlich auf der Karte auch gefunden werden können. Na, das ist immer das Wichtige dabei. Aber da kommt Jan, glaube ich, gleich noch zu. Ne? Können wir uns auch nochmal angucken, genau. Weil das wäre auch jetzt gewesen, was ich zeigen wollte, eigentlich diese Karte. Hier zum Beispiel Liberec, das ist im Norden Tschechiens. Da habe ich eine Zeit lang gelebt. Zu Deutsch heißt es Reichenberg. Und jetzt sieht man eben auch dann Liberec. Ich habe jetzt mal Liberec eingegeben. Also wenn ich ein Tscheche wäre, hätte ich so beschrieben zum Suchen. Wenn ich jetzt ein Deutscher wäre, dann schreibe ich Reichenberg. So, und trotzdem finde ich immer wieder dieselben Orte. Ne? Also wenn ich jetzt nochmal Liberec schreibe, finde ich es trotzdem. Also wir sprechen immer, dass wir immer wissen, wir sprechen vom selben Ort, auch wenn er eben in verschiedenen Sprachen unterschiedliche Namen hatte. So, und eben hier sieht man eben dann auch, das ist jetzt von 2000 bis heute, von 1993 bis heute. Und je nachdem muss man eben die verschiedenen Sachen eingeben. Ne, das ist dann, das stimmt, hilft halt eben nicht alles 100%. Ne? Ja, also klar. Reichenberg heißt es heute ja nun nicht mehr. Es ist offiziell ja Liberec und Reichenberg wäre die andere Ortsbezeichnung aus der Historie raus. Ja. Aber das irgendwann wird es mal stimmen. Aber es wird besser und besser und das ist halt das Schöne. Ja.
Als Beispiel zum Beispiel in Österreich, da hatte ich jetzt auch gerade mit einer Kundin zu tun gehabt, da war das jetzt der Fall, dass in ihrem Stammbaum viele von den Ortsbezeichnungen, die hatten dann Fehler aufgewiesen, obwohl dieser standardisierte Ortsname genau dem entsprach, was eigentlich richtig wäre. Und wenn sie ihn dann neu eingegeben hat, war der Fehler weg. Es sind aber, da wird jetzt zurzeit dran gearbeitet, also nicht wundern, wenn mal ab und zu Sachen nicht so ganz funktionieren. Das wird jetzt eben alles verbessert und überarbeitet. Und wir gehen halt dann Land für Land durch, beziehungsweise Ortschaften nach Ortschaft. Und das ist das genau, wie das eben so funktioniert. Aber hier, das ist eine tolle Möglichkeit eben, um zu gucken. Und gibt hier unten auch noch, man sieht hier auch verschiedene eben noch die Zeitpunkte. Das ist auch ganz toll. Und ich weiß gar nicht, Forschungslinks, ob hier auch schon was dabei ist. Namensvarianten sind auch noch mal hier. Genau, Okres, das heißt einfach nur Kreis eigentlich. Genau. Und dann gibt es hier eben verschiedene Möglichkeiten. Also wen das interessiert, der kann sich auf jeden Fall mal merken, also familysearch.org/research/places. Ich habe es in den Chat getan. Super, alles klar. Also das ist eine sehr hilfreiche Möglichkeit, da auch mal zu gucken. Wir hatten eben, glaube ich, noch eine Meldung gehabt. Ich weiß gar nicht, der Norbert war das, glaube ich. Ja, ich wollte Folgendes sagen. Glaube ich, Deutschland ist, glaube ich, politisch, Oskar, hat so viele Veränderungen wie kein anderes Land. Mhm. Und es gibt ja im Prinzip das GOV, was natürlich das auch schon überwiegend für Deutschland oder Mitteleuropa gemacht hat. Die ganzen politischen Verschiebungen, die es da gegeben hat. Und zum Beispiel ging es da eben um Dänemark und Schleswig. Ja, das war mal eine gewisse Zeit lang, gehört das zu Preußen. Nach dem Dänisch-Preußischen Krieg, glaube ich, war das gewesen. Naja, also bitte, das alleine ist nicht das Problem. So, okay. Peter, du bist, glaube ich, wieder weg gerade. Aber du hast auch noch gemeldet. Du wolltest noch was sagen. Ist das Problem, das ich anspreche, das mit den Orten, das kommt schon hin. Aber das führt natürlich zu langen Diskussionen. Nein, ihr seid doch Dänen. Und man sucht also von Amerika aus immer in Dänemark meine Familie. Und die ist nicht aus Dänemark. Aber damit kann ich leben und manche zornig auch. Ich habe nur da noch ein anderes Problem, nachdem ihr das jetzt so schön erklärt habt, wie das geht jetzt in Zukunft, schaue ich immer danach. Warum ist das Programm, das so klug ist, nicht in der Lage, die schon eingegebenen Daten, die seit vielen Jahrzehnten eingegeben werden auf Family Search, einmal zu reduzieren, die Ortsdaten auf den richtigen. Zum Beispiel bei dem Johannes Brahms und bei berühmten Leuten sind oft Daten eingegeben. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Der Johannes Brahms ist geboren im Bayerischen Lande und was weiß ich alles. Ich habe den Stammbaum von Brahms neu erarbeitet und habe dort so viele Probleme, dass die da rauszukriegen, ja. Aber das müsste das Programm doch eigentlich machen. Gut, okay, kann es nicht wahrscheinlich, dass man automatisch das sagt. Noch nicht, ja, das ist natürlich, also ja. Family Search ist eine gemeinnützige Organisation mit einem begrenzten Budget. Wir haben viele Wünsche und ein begrenztes Budget. Das kann nur nach und nach abgearbeitet werden. Unsere Wunschliste ist lang und hoffentlich kommen wir irgendwann mal dahin. Ne? So. Ich denke, wir gehen auch mal weiter jetzt die Funktionen durch, Jan. Ne? Ja, das können wir machen. Suchen an Beispielen, weil wir können ja immer mal so eine Fragerunde wieder dazwischen schieben. Ja, ja. Aber also ihr seht schon, damit wir uns jetzt nicht zu sehr spezialisieren und verzetteln in Fragen. Ne? Nee, kein Problem. Aber wir können ja ruhig mal zum Johannes Brahms jetzt mal gehen. Und uns mal angucken, nehmen wir mal an, wir wollen jetzt den Johannes Brahms, den Komponisten, suchen. Wie würdet ihr jetzt vorgehen? Lasst mal hören, was ihr machen würdet. Ganz vielleicht einfach, Johannes und Brahms eingeben. Okay, also Johannes und Brahms. Wollen wir noch mehr eingeben oder so? Oder wollen wir es so lassen erstmal? Wir können es erstmal so lassen. Wir suchen nochmal. Ich meine, wenn Hamburg starten, ne? Genau, jetzt guck mal, jetzt haben wir hier Johannes Brahms. Ist der Falsche. 9. April. Aha, also wenn wir schon, ich sag mal, wenn wir einen Zeitraum eingrenzen können, dann können wir das auch machen. Also, da steht ja die Nummer 3, die dritte Person, ist schon die richtige. Ja, also wir können ja einfach mal sagen, hier von ungefähr 1830 bis 1900, irgendwo dazwischen hat er gelebt. Wenn wir jetzt nochmal die Suche eben dann ein bisschen verfeinern,
jetzt kriegen wir schon bessere Ergebnisse hier. Genau. Ist unser Johannes Brahms hier dabei? Was denkt ihr? Die erste Person. Okay, wir können mal draufklicken dann. So, und dann sehen wir jetzt hier, dann öffnet sich das. Und jetzt können wir gucken, das ist jetzt zum Beispiel der Eintrag, Bestattung in Wien, in Österreich. Und man kann natürlich auch zu der Person mal selbst gehen. Dann klickt man hier unten zum Beispiel drauf. So, und dann kommen hier noch ein paar mehr Informationen. So 1833, das weiß ich zum Beispiel, da ist Brahms geboren, Tatsache, das weiß. So, dann kann ich gucken, aha, das passt. Und hier sieht man auch schon, hoppla, hier sieht man auch schon den Namen, Altstadt, Hamburg, Mitte, Hamburg, Germany. Ne? Wir hätten jetzt erwartet vielleicht, dass da Deutschland steht. Also man arbeitet noch an diesen Sachen. Und jetzt kann man halt noch die Person klicken und kann mal schauen, was man hier noch so findet. Und hier sind dann immer zu der Person eigentlich alle möglichen Informationen gesammelt, die es eben in Family Search zu finden gibt. Ne, hier oben ist eine Kurzbiografie, je nachdem, die ist jetzt ein bisschen länger. dann gibt es hier die normalen Informationen einfach, sonstige Angaben und es sind auch einige Quellen verknüpft. Das ist immer gut, wenn man Personen neu anlegt, dass man auch versucht, eine Quelle zu hinterlegen. Dass man, wenn man was hat, ist das immer prima. Also und hier sehen wir eine ganze Menge. Das ist jetzt praktisch im Familienstammbaum, ne? Genau. Die Personen, also diese Angaben, die da unten standen, führen dich jetzt in den Familienstammbaum von Family Search, in dem man im Grunde genommen alles eintragen kann und einfügen kann, was man über diese Person weiß. Ist das richtig? Genau, ja. Und da können, also wie gesagt, das ist ein Konzept, das ist manchmal schwierig für viele Genealogen zu verstehen. Man sagt immer, das ist ja mein Stammbaum. Nehmen wir mal an, der Johannes Brahms wäre jetzt einer meiner Vorfahren. Dann kann es genauso gut ein Vorfahre von Georg gewesen sein. Ja? Richtig. Und das ist also unser Vorfahr, das ist nicht nur meiner. Und jetzt ist es eben so, man arbeitet zusammen an einer Person, auch zusammen in diesem Stammbaum. Also viele Informationen, die wir hier in der Suche finden können, die haben wir eben dank der ehrenamtlichen Tätigkeit oder der anderen Genealogen oder Ahnenforscher, die hier dazu beigetragen haben. Also das ist eine tolle Sache eigentlich, wenn man was hat, dass man das eben auch mitgibt. Das heißt, es ist ein gemeinsamer Stammbaum, es sind keine Einzelbäume, sondern ein Riesenbaum, der Family Search Stammbaum. Genau, das ist die große Stärke, ist aber auch eine kleine, oder ich sag mal eine große Herausforderung, weil ich könnte jetzt hier reingehen zum Johannes Brahms und ich könnte jetzt anfangen, hier in diesem Stammbaum Sachen zu verändern, die eventuell nicht richtig sind. Und das ist eben eine von den, ich sag mal, von den Herausforderungen. Auf der anderen Seite, wenn wir das mit Quellen belegen, dann passieren solche Sachen eigentlich nicht. Und Erinnerungen sind, glaube ich, auch dabei, 4 Stück. Genau, ne? Genau. Also man kann hier in so einem Zeitstrahl, ich kann mal kurz durchgehen, da sieht man einfach so ein bisschen, wann ist was passiert, seine Geburt, der Tod des Elternteils und so weiter. Also sind einfach die verschiedenen Ereignisse. Hier sind die Quellen, die haben wir eben schon angesprochen. Also wo gibt es eben, ich sag mal, Beweise oder Nachweise, dass das hier dieser Johannes Brahms ist und wo kommen die ganzen Informationen her. Hier ist zum Beispiel Zusammenarbeit. Man kann hier verschiedene Notizen machen, kann ein bisschen was erzählen darüber. Und dann haben wir die Erinnerung. Jetzt kann man gucken, was hier drin ist. Okay, hier sind jetzt erstmal nur Fotos drin. Man könnte aber auch Dokumenten, Geschichten, Audioaufnahmen. Also wenn ich zum Beispiel Sachen über meinen Opa mache, über meine Oma, ich könnte das noch aufnehmen, könnte es hier hinterlegen. Und wenn die Personen irgendwann sterben, dann kann man sich das trotzdem anhören, auch als Nachfahre. Genau. Marita. Kann ich denn Dinge ausdrucken, zum Beispiel unter Einzelheiten? Ingrid, du kannst ausdrucken. Also für den persönlichen Gebrauch kann man sich gerne alles hier ausdrucken. Es ist nur nicht zur kommerziellen Vervielfältigung oder so gedacht. Ja. Genau. Ja. Ich wollte sagen, wir sind ich bin über viele Ecken mit Krupp von Bohlen und Halbach verwandt. Und da hatte ich eine Urkunde gefunden und ich meine, es war ein Heiratsdatum und das war etwas irgendwie ein Zahlendreher. Und auf der Urkunde stand das anders. Und da bin ich da reingegangen, wollte das Datum ändern, ließ sich aber nicht ändern. Also es war gesperrt. Also ich denke mal, dass manche Dinge auch gesperrt sein können, vielleicht jetzt auch bei Berühmtheiten oder so, dass da keiner, ne, oder einer besonders nicht möchte, dass da was
aus bestimmten Gründen nicht. Ich denke, es gibt ja die verschiedenen Suchmöglichkeiten, die Jan ja vorgestellt hat. Wenn man auf Suche klickt, kann man ja auch unter Aufzeichnungen suchen. Das sind ja die indexierten Sachen. Mhm. Da kann man, manchmal kann man fehlerhafte Indexierungen ändern, manchmal nicht. Bei dem Familienstammbaum kannst du die Daten immer ändern, weil es ist ja ein gemeinsamer Baum aller Menschen oder für alle Menschen. Ja? Und jeder, der eine Information zu einer bestimmten Person hat, die in diesem Familienstammbaum drin ist, kann dann die Ergänzungen vornehmen, kann dann praktisch das hochladen. Also beim Familienstammbaum kann man nur die Lebenden sperren, ja, dass man sagt, die Person lebt noch. Dann, ja. Ja, also wenn man sich selbst eingegeben hat als Startperson und sagt, ich lebe noch, dann sieht der andere das nicht, sondern immer nur der die Person eingegeben hat und sich mit seinem Konto einloggt. Aber ansonsten kann man im Familienstammbaum eigentlich nicht sperren. Was man nur nicht verändern kann, sind hochgeladene Bilder, hochgeladene Dokumente. Ja. Das kann kein anderer ändern. Ja. Na, so. Das sind zwei verschiedene Sachen. Genau, wir als normale User oder Benutzer von Family Search, wir können tatsächlich nichts sperren im Stammbaum, aber Family Search hat trotzdem einige Profile beziehungsweise einige Personen im Stammbaum, die, ich sag mal, in irgendeiner Art und Weise sensibel sind, die sind schon gesperrt. Also die kann man, da können auch Leute nicht einfach was jetzt hinzufügen oder drauf machen. Also ich sag mal, wenn das auch Berühmtheiten sind oder so, dass dann eben dort nichts passiert. Also das kommt vor. Ja. Kannst du nochmal auf den Familienstammbaum, auf den Johannes Brahms nochmal einmal zurückgehen? Da hätte ich nämlich auch einen kleinen Hinweis zu. Geh mal auf Erinnerungen, mach mal ein Foto auf. Klick mal auf ein Foto. Mhm. So, wenn ich jetzt das Foto hochgeladen habe, kann ich dann letztendlich oben also auch einstellen, wer das Foto sehen darf. Ja, ob das ein privates Foto ist, was nur ich als derjenige, der es hochgeladen hat, sehen darf, ja, oder ob es alle sehen dürfen. Das kann, ja, hat Family Search mittlerweile eingebaut, dass man bei Dokumenten und auch bei Fotos dann gewisse Fotos halt sperren kann. Genau, es ist so, dass einige Menschen benutzen Family Search tatsächlich nicht nur, um irgendwie ihren Stammbaum darzustellen, sondern die benutzen das manchmal sogar als Tagebuch, beziehungsweise wollen dort irgendwelche, ich sag mal, auch privateren Fotos eben hochladen und teilen für ihre Nachkommen. Und dann kann man eben diese Einstellungen je nachdem eben dann machen. Das ist eben... Da steht nämlich Erinnerung, die für die Allgemeinheit sichtbar ist. Also der dieses hochgeladen hat, das kann man übrigens sehen, Larry Parkinson oder Parkinson unten rechts beigesteuert von am 21. März. Und der hat eingestellt, dass dieses Bild jeder sehen darf. Genau. Was mir noch aufgefallen ist, und zwar diese ID-Nummern. Wenn man die Person eingibt und dann Doppeleinträge hat, dann die haben teilweise unterschiedliche ID-Nummern. Und dann ist ab und zu vorgekommen, dass dann stand, nur diese ID-Nummer bleibt bestehen, also dass man da nicht tauschen kann oder so. Ja. Sodass einer, der vielleicht zu Hause die ID-Nummer hat und den nicht mehr findet oder so, nun dann schneller wieder da ist. Ich denke, das ist auch eher vielleicht eine speziellere Frage, die man gleich im Anschluss noch mal diskutieren kann. Mhm. Wie gesagt, besser wäre es, wenn man dann jetzt noch mal weiter durch die Suchmöglichkeiten. Ja, ich gehe noch mal zurück. Genau. Für diejenigen, die nicht so firm sind. Ja? Darf ich was dazu beigeben? Und zwar, wir könnten über alle Sachen, wir könnten über jede von diesen verschiedenen Funktionen eine ganze Unterricht gestalten. Jedes Woche von der Family History Library am Dienstag und Mittwoch sind da umsonst Webinars, die ungefähr 30, 45 Minuten lang sind. Die sind zwar auf Englisch, aber die sind total vereinfacht gemacht, wo die über die verschiedenen Funktionen von Family Search rübergehen. Ich meine, heute ist hauptsächlich eine Übersicht, wo wir über die Grundfunktionen sprechen wollten. Und wir wollten nicht zu sehr in die Tiefe hineingehen, damit man eine Übersicht hat und weiß, was man damit anfangen kann. Mit diesen Erinnerungen und den Quellen, da kann man von diese zwei Funktionen könnte man eine ganze Präsentation gestalten und so. Ja. Wir möchten nicht, dass ihr überladet werdet mit Informationen. Genau, passt mal auf.
Ich kann ja auch noch mal kurz erstmal das schnell fertig machen und danach nehmen wir uns die Zeit für eure Fragen. Ich glaube, das ist gar nicht verkehrt, dass dann, ja. Also, ich fasse noch mal zusammen. Das hier, Vorname, Nachname, Ort und Jahr, das ist so die erste Anlaufstelle, um mit der Suche zu starten. Hier durchsuchen wir im Prinzip alle indexierten Aufzeichnungen, die wir in irgendeiner Art und Weise haben, oder eben Aufzeichnungen, die eben aufgenommen worden sind. Das ist dann aber schon der nächste Punkt. Da kommen wir gleich nochmal zu. Man kann diese Suche auch noch ein bisschen verfeinern. Das ist jetzt dann eben für die, wenn man mehr Informationen hat. Hier sehe ich zum Beispiel Ereignisse im Leben hinzufügen. Also ich könnte sagen, ich weiß, die Person, die ich suche, die heißt jetzt Johannes Brahms. Also, und ich weiß, der, Mensch, wie war das nochmal? Der wurde doch irgendwie... hier von 1830 bis 1835 geboren. Wir wussten ja, 1833 wurde er geboren. Und wir haben hier auch noch mal den Ort zum Beispiel. Und das war, wo war denn das noch mal? Das weiß ich nicht mehr. Na egal, macht ja nichts. Dann, man kann das auch wieder wegmachen. Wir können auch noch sagen, und ich weiß, die Eheschließung, die hat hier und hier stattgefunden. Oder ich weiß, der ist dann und dann gestorben. Also wir haben verschiedene Möglichkeiten, hoppla, hast mich ein bisschen geklickt. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, unsere Suche zu verfeinern und so bessere Ergebnisse zu bekommen. Weil wir dürfen nicht vergessen, es gibt unglaublich viele Aufzeichnungen auf FamilySearch. Und je besser wir das machen, desto je mehr Informationen wir reingeben, desto einfacher kriegt man vielleicht die Ergebnisse, die man sucht. Manchmal ist es auch nicht verkehrt. Also manchmal ist es auch, wenn man zu viel eingibt, ist auch nicht gut. Also ich würde immer ein bisschen experimentieren. Man kann Familienmitglieder hinzufügen. Wenn ich weiß, sein Vater, der hieß zum Beispiel so und so, dann trage ich das hier mit ein. Und wir haben hier auch nochmal Optionen für Aufzeichnungen hinzufügen. Das ist jetzt tatsächlich für die richtigen Profis. Wir könnten zum Beispiel sagen, also was ich eigentlich suche für den Johannes Brahms, das ist eigentlich hier seine Geburtsurkunde. Also kann ich sagen, ich mache das mal hier und mache nur die Geburt und vielleicht noch Sonstiges und guck mal, was dann rauskommt. Oder aber ich kann sagen, das ist hier in Österreich gewesen oder in Deutschland oder in Albanien, was auch immer. Also und dann kann man vielleicht sogar noch einen Bundesstaat und eine Provinz mit eintragen. Und wenn ich ganz sicher bin, dass hier bestimmte Sachen genauso sind, wie sie sein sollen, dann kann ich sogar sagen, eine exakte Suche und klicke an, ich bin mir zu 100% sicher, dass der Johannes Brahms heißt und keine Mittelname und nichts anderes hat. Weil Family Search, das Programm, das durchsucht eben auch nochmal Namen, die ähnlich sind. Also dann könnten hier vielleicht zu Abwandlungen kommen, wie Brahms zum Beispiel oder solche Sachen. Genau, und dann kann man eben immer die Suche klicken. Und dann versucht man zu finden, was es dann gibt. Jetzt suchen wir mal. So, seht ihr, jetzt hat er schon angefangen, hier Johannes Brehm und hier verschiedene Sachen anzuklicken. Also, wir haben hier gar keine richtige. Du hast den Nachnamen hast du nicht als exakt markiert. Ich mache den Nachnamen auch nochmal exakt. Hoppla, so. Jetzt machen wir den bei Johannes weg oben. Okay. Oben das Häkchen wegmachen. Genau. Aber ich glaube, du hast da noch so einiges. Ich mache die mal hier auch nochmal weg. Ich kann auch hier nochmal Geburt, Taufe, Kleid. Ich mache nochmal Sonstiges weg. Man kann es einfach nochmal, ich versuche es nochmal zu gucken, was jetzt passiert. Also jetzt gibt es hier ein bisschen noch was. Also aber ein Geschlecht. Man muss experimentieren. Vielleicht willst du den noch männlich machen oben? Ja, das mache ich auch nochmal kurz hier. Moment. Ja. Also man muss ein bisschen experimentieren, gerade, ich sag mal, ich will mal sagen, so Allerweltsnamen, ne? Also Namen, die sehr häufig vorkommen. Ja. Bis man den richtigen gefunden hat. Ja, und jetzt hat er ja auch nur angeklickt, Geburt und Kleinkindtaufe. Genau, mach mal unten weg bei Art der Dokumente. Ja, ich kann es mal wegmachen, dann kommt natürlich jetzt hier noch mehr. Also hier gibt es eine Todesanzeige, hier ist auch mit Geburt. Aber aus Amerika, das passt ja dann wieder nicht. Also wie gesagt, man muss rechts einfach experimentieren und gucken, nach welchem Namen sucht man, welche Informationen hat man. Ja, genau. Und dann... Das ist auch noch eine tolle Funktion hier, Namensvarianten. Wenn ich ich war ja in Tschechien eine längere Zeit. In Tschechien ist es der Fall, dass man, wenn man Josef heißt, dann gibt es Namensvarianten. Oder es gibt es auch im Ukrainischen, Russischen. Alexander wird ein Sascha und ein Jan, so heiße ich, das wird ein Honza. Und ein Josef wird ein Pepper. Und man könnte unter Umständen auch manchmal noch mal hier andere Vornamen mit eintragen oder sogar andere Nachnamen. Wenn Leute ausgewandert sind, dann haben sich Nachnamen auch noch mal ab und zu geändert. Das ist auch hilfreich eben. Aber das ist wirklich, also manchmal ist die Suche ganz easy und es funktioniert einwandfrei.
manchmal muss man richtig versuchen, hier verschiedene Kombinationen ausprobieren und ja, die unterschiedlichsten Sachen eben ausprobieren, bis man merkt, aha, jetzt habe ich ihn endlich gefunden. Kann ich auch nur gezielt ein Land suchen? Ja, das geht auch, genau. Also man kann hier ein Land oder einen Standort mit reinmachen, einfach nur. Ich will nur in Albanien suchen. Ich könnte hier sogar noch mehr eintragen, aber dann suche ich und dann finde ich natürlich nichts. Oder ich hätte wahrscheinlich nichts gefunden, genau. Günther, du meldest dich. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass FamilySearch die Geburtsurkunde gar nicht hat. Sonst würden wir die doch hier als Beleg finden. Ja, ich hätte auch gedacht, also ich denke nicht, dass wir die haben. Wir können auch den Johannes Rams nochmal angucken. Der Treffer, den wir vorhin hatten, war ja mit dem Grabstein, ne? Also der ganz oben erschien, wo es auch der richtige Johannes Brahms war. Das war von Billion Graves, der Grabstein. Genau. Ja. Und da hilft uns das Geburtsjahr jetzt nicht zwingend. Ja, also genau. Wie gesagt, da muss man dann, ich denke mal, ein bisschen experimentieren, bis man die Person gefunden hat. Und wenn man dann draufklickt auf die Person, die man gesucht hat und gefunden hat, dann kommt so ein Datenblatt, ne? Genau, also ich gehe nochmal ein bisschen schnell jetzt. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel hier was finde und denke, ach ja, Mensch, guck mal, hier hat er zumindest was von der Geburt erzählt, dann kann ich hier schon mal draufklicken. Und, auch wenn es jetzt nicht der richtige ist, aber... Genau, und dann kommen hier schon mal die Informationen, woher kommt das? Aha, das war in der Zeitung, das war eine Todesanzeige. Und solche Sachen, die können dann eben helfen, um eben weiterzukommen und Sachen zu entdecken hier. Genau, und hier kann man aber auch dann neue Hinweise finden, um dann seine Suche eben weiter zu verfeinern. Also das ist wirklich, ja, man muss da eben, also das heißt ja nicht umsonst Ahnenforschung. Es ist tatsächlich eine Forschung, die man hier betreibt. Und wie gesagt, also ich gehe nochmal ganz kurz hier zurück auf die Aufzeichnung. Dieser kleine Leitfaden, Tipps zur erfolgreichen Suche, da stehen schon viele gute Hinweise drin. Ich würde an der Stelle auch noch mal kurz hinweisen, wenn man hier auf dieses kleine Fragezeichen klickt, dann kann man auch hier Sachen eingeben, aber es gibt auch diese Community. Wenn ich die jetzt noch mal öffne, dann das ist so der Ort, wo man eben auch verschiedene Gruppen finden kann, um auch Fragen zu stellen. Das ist wirklich eine gute Ressource. Und dann einer der Tipps, den ich auch immer geben würde, ist, wenn ihr in irgendeinem bestimmten Bereich Deutschlands oder irgendwo in der Welt sucht, versucht auch immer die dort ansässigen, ich sag mal, Vereine oder genealogischen Vereine anzusprechen oder sogar Archive, weil die können einem oftmals mithelfen bei bestimmten Sachen und wissen manchmal einfach den kleinen Trick, der auf einmal die Suche weiterbringt. Also ihr müsst nicht alleine suchen. Es gibt wirklich viele Freunde, die einem da helfen können. Genau. Also das ist jetzt erstmal kurz die Suche zu den Aufzeichnungen. Diese Suche, die basiert auf indexierten Daten. Indexierte Daten, das sind all die, wo man eben irgendwelche Aufzeichnungen genommen hat und man hat dann daraus ein Indiz erstellt und einen Index und den kann man jetzt durchsuchen. Also man hat einen Grabstein genommen und hat dann die ganzen wichtigen Informationen, die hat man dann eben in eine Form gebracht, dass man den durchsuchen kann, ne? Und wenn ich jetzt hier auf Aufnahmen klicke, das ist zum Beispiel, das sind einfach nur Digitalisate von irgendwelchen genealogischen Aufzeichnungen oder Aufnahmen. Ihr seht also, wir haben jetzt hier, wie ist das hier, 4 Milliarden, fast 5 Milliarden Aufnahmen. Hier kommt immer mehr dazu. Da kommt man gar nicht hinterher, das alles zu indexieren. Also das sind Billionen, Jan. Billionen meine ich, sorry. Ich habe gerade hier in Billions gesagt. Genau. Das ist wirklich heftig, was da, wir haben vier Billionen mittlerweile. Ja. Das sind Milliarden, aber die Amerikaner haben ja die Milliarden nicht. Die Amerikaner haben ja nach der Million sofort die Billion. Ja. Also was für Amerikaner eine Billion ist und für uns Milliarden. Mhm. Also es könnte vorkommen zum Beispiel, dass ich jetzt sage, ja Mensch, jetzt habe ich gar keine Todesanzeige gefunden vom Johannes Brahms. Ne? Aber ich weiß zumindest, wo ist der denn gestorben? Oder eine Geburtsurkunde, wo ist denn der geboren? Wer weiß denn das eigentlich gerade hier? Wo ist denn der geboren? Das war ja Hamburg, oder? Hamburg, da gibt es auch ein Museum, das Brahms-Museum. Weiß gar nicht hier. Seht ihr, da wisst ihr schon wieder mehr als ich. Genau, jetzt kann ich gucken, jetzt kommen auch schon wieder die standardisierten Ortsnamen, Hamburg. Und ich weiß, das war irgendwann von 1830, also 33 ist er geboren. So, jetzt sehe ich, ich bin mal alles durchgegangen, was ich von Hamburg finden kann. Das Einzige, was hier Sinn ergibt für mich, das ist hier Hamburg, Deutschland, 1806 bis heute. Also klicke ich mal drauf. Und jetzt suche ich einfach mal alle Aufnahmegruppen, die ich habe. Es gibt auch hier nochmal erweiterte Suchen. Ich kann auch ein genaues Datum eingeben oder eben Ereignisse im Leben. Da kann ich hier auch nochmal
verschiedene Sachen, ich sag mal, konkretisieren. Geburt, ich kann sogar mal, aber ich würde manchmal vielleicht sogar, ich würde vielleicht noch gar nicht, ja, oder wisst ihr was, ich mache einfach mal alle, wir gucken, was jetzt kommt. So, das können wir auch gleich noch nachträglich machen. Jetzt sucht er wieder ein bisschen und jetzt sehe ich schon, oh, hauer, er hat hier, ja, ich weiß gar nicht, sind das hier 787 verschiedene Sachen, die er gefunden hat. Also, wenn ich das jetzt alles durchgehen müsste, oh je, dann, ich kann ja noch mal gucken, was gibt es hier zur Geburt. 12 Stück nur, das sieht gut aus. Geburtsurkunden und Taufen. Ich mache sogar vielleicht mal die Taufen weg, weil Geburtsurkunden haben wir nur 5. So, und jetzt gibt es dann diese ganzen Geburtsurkunden hier. Ja, und jetzt kommt halt die schwere Arbeit oder die, ich sag mal, anstrengende Arbeit, dass man sich dann eben hinsetzen muss, weil die Sachen sind nicht indexiert, das heißt, die kann man auch nicht durchsuchen. Da müsste ich jetzt draufklicken, ja, und müsste reingucken. Und dann müsste ich anfangen, eben hier durchzugehen. Hier hat jemand aber schon mal so ein bisschen Vorarbeit geleistet. Ich kann schon mal die Geburtsurkunden so ein bisschen sortieren nach verschiedenen Zeitrahmen. Also das ist dann auch schon mal... Das hilft leider nicht weiter. Ah, nee, ist es gar nicht. Ja, richtig. Sortierst du nicht, es ist nur die Angabe, was enthalten ist. Ne? Also du musst trotzdem durchgehen. Nee, stimmt, richtig. Ja, Mensch. Das sind hier die jüdischen Register und das sind keine christlichen. Ja, das sind die. Genau. Sehr gut. Das hilft uns schon mal, da wissen wir, da müssen wir auf jeden Fall nicht suchen. Das ist dann, aber so kann man eben vor, so geht man eben voran bei der Suche. Also man sieht, eine Suche ist gar nicht so einfach manchmal, sondern da muss man sich wirklich Zeit für nehmen. Das Tolle ist aber, man kann ganz viele Sachen hier von zu Hause aus suchen und muss eben nicht jetzt nach Hamburg fahren, um sich irgendwelche Dokumente dort anzugucken, sondern kann das eben bequem von zu Hause aus machen. Ja, das hilft auch nicht weiter, weil das erst 1841 beginnt. Seht ihr? Das ist doch schon mal gut. Dann können wir ist nicht gut. Ich will die Geburtsurkunde haben. Ich denke nicht, dass wir die tatsächlich haben, weil sonst hätten wir einen Treffer gehabt vorhin bei der Suche. Genau. Ja, schade. Nee, hier gibt es gar nichts. Ja. Aber ist das nicht eventuell einfacher, wenn man über den Katalogort Hamburg eingibt und dann schaut, was überhaupt von Hamburg vorhanden ist? Dann bin ich doch viel schneller da. Vielleicht, ich weiß gar nicht, vielleicht wollen wir das. Das kommt ja auch noch. Ich denke, wir würden vielleicht, jetzt haben wir die Aufnahmen genommen, Jan, vielleicht können wir mal eben noch mal kurz in den Familienstammbaum. Ja, ich habe da in meinem Fake-Baum ist gar nicht so viel drin, leider. Also, wenn wir jetzt hier in Suche auf Familienstammbaum klicken, dann bringt er uns eigentlich hierhin zum Familienstammbaum und dann haben wir hier so ein Untermenü und da kann man auch nochmal suchen und zwar in seinem eigenen Stammbaum nach verschiedenen Personen. Ich klicke mal kurz. Also er sucht im gesamten Stammbaum, nicht nur in dem Teil, der zu dir gehört, aber du wirst natürlich für dich jetzt keine relevanten Treffer haben, weil deiner noch gar nirgendwo rein. Ja, ich habe hier so einen Fake-Stammbaum. Ne? Also erst, wenn wir quasi in die große Masse irgendwo uns einklinken, dann finden wir Verbindungen auch zu dem, was für uns interessant sein könnte. Aber er durchsucht den ganzen Stammbaum und ich kann dann, wenn ich jetzt sage, ich suche die Urgroßeltern oder Großeltern und dann kann ich da gucken, ist das vielleicht schon vorhanden im Stammbaum und könnte dann die Brücke schlagen und die Verknüpfung herstellen. Schreib doch einfach mal rein, Bugdoll oder so, in irgendeinen Namen, von dem ich jetzt weiß, dass er da drin ist. Sag mal, Bugdoll, wie heißt das? B-U-G. Und dann Doll, nee, U. Oh, B-U-G. B-U-G und dann Doll, genau. Nur mal als Beispiel. Hast du auch einen Vornamen oder sollen wir einfach mal so suchen? Franz. Okay, jetzt sucht er im Stammbaum, ob es Personen gibt. Genau. Und da sind etwa 1,2 Milliarden Personen drin. Ne? Ja. So, jetzt gibt es einen Franz. Mhm. Jetzt nimm einfach mal den aus Rübnik. Klick einfach mal auf den Namen, genau. Jetzt sieht man ja, das passt doch hier. Das ist da hier Hamm. Ja, richtig. Ja. Nee, das ist der Richtige. Und dann kannst du auf Personen gehen. Man könnte jetzt auf Personen, ich kann auch mal den Stammbaum einfach aufmachen von der Person. Dann sieht man eben, wie der im Stammbaum, wie der eben hier im Stammbaum drin ist. Ich weiß nicht, wem es aufgefallen ist, das Menü, also ist vorher hier war. Natürlich eher als Anfangsperson im Stammbaum, ne? Mit Kindern und die ersten Generationen, die ich dann aufklappen kann. Und links geht es dann zu seinen Nachkommen weiter. Da ist ja dieser Links-Pfeil, da wo die beiden Fotos sind. Genau. Aber so kann man schon mal gucken, okay, diese Person gibt es. Und jetzt müsste man eben gucken in die Dokumente oder in die Quellen. Hier sind sogar 5 Quellen hinterlegt. Ist das die Person, ist das dieselbe Person, die ich auch suche? Klick mal auf Erinnerung. Mhm. Da gibt es nämlich dann auch Urkunden. Ja, super, guck mal. Hier sind auch noch verschiedene. Also wenn man eine Person im Stammbaum findet,
dann hat man die Möglichkeit, also dann auch das zu finden, was die anderen dazugepackt haben oder was der Einreicher oder derjenige, der die Person dort angelegt hat, noch dazu hat. Das war der Georg hier zum Beispiel. Genau. Was er gemacht hat. Kirchliche Heiratseintragung. Genau, das ist zum Beispiel der große Familienstammbaum. Aber da kann man ja einen ganzen Abend machen. Da habe ich, glaube ich, auch schon zwei Vortragsabende gemacht. Kann man ja demnächst dann in so einem fortgeschrittenen Workshop nochmal drauf eingehen. Ne? Ja, ich denke, genau. Und wir kommen jetzt auch gleich nochmal zu den Katalogen. Ich zeige nochmal. Ach nee, warte mal, Silvia meldet sich die ganze Zeit. Entschuldige. Schieß los. Ich habe eine Frage und eine Lage. Es ist Folgendes. Ich bin ja in Brasilien. Und da wir heute von Bram sprechen, Bram mit Umlaut, die Familien, die diesen Namen hier in Brasilien haben, die sind eingetragen meistens unter katholischer oder evangelischer Kirche. Die Strömungen kamen ja nach Brasilien auch durch Religionssache. Ne? Jetzt, damit ich zugreifen kann, muss ich das Vertrauen der Personen bekommen, sei es Institution oder private Personen. Ich habe hier in Brasilien eine Familie, verschiedene Familien gefunden und habe einen Fragebogen gegeben, dass sie das beantworten. Und da haben sie heute etwas sehr Gutes erklärt. Was ist Quelle und was ist Erinnerung? Ich habe beides gebeten. Wenn Sie einen Ausweis haben oder irgendein Dokument, dass Sie das fotokopieren und dazulegen. Oder Sie haben eine fantastische Erinnerung, schreiben Sie das bitte auch auf. Nur, ich bin eigentlich bekannt, bin ich, aber eingeschrieben, Sie haben jetzt gesagt, wegen den Vereinen, ne? Suchen Sie die Vereine in den bestimmten Orten und so. Für mich ist Deutschland wichtig, weil die Familie Brem, die kommt von Deutschland, was ich bis jetzt weiß, diese Familien, auch meine Großmutter. Mhm. Aber es kann ja sein, dass es woanders auch ist. Ich als Deutschlehrerin sage ich immer die deutschsprachigen Länder. Ne? Ja, klar. Aber der Zufall kommt auch dazu. Es kann ein anderes Land auch sein. Holland zum Beispiel. Wie kann man jetzt, ich kann ja mich nicht in alle Vereine eintragen und eine Gebühr dafür bezahlen. Aber es kommt so weit, dass man bei diesen Tipps, was Sie erwähnt haben, wirklich nur weiterkommt, wenn man eingeschrieben ist, eine Gebühr pro Jahr bezahlt und so weiter. Jetzt, selektiv kann man da sein. Also ich sage so, ich bin jetzt fast sicher, die Region in Deutschland ist folgende. Und da gibt es zwei Vereine. Ist das möglich? Kann man das tun? Man kann die auf jeden Fall kontaktieren. Das würde ich immer versuchen. Und in vielen Fällen muss man nicht mal gleich Mitglied werden. Also viele sind sehr hilfsbereit. Das hängt vom Verein zu Verein ab. Da kann ich nicht viel zu sagen. Also Ich wollte noch was dazu sagen. Mhm. Vielleicht könnte man die Frage im Anschluss noch mal beantworten, weil wir springen momentan so ein bisschen hin und her, habe ich so den Eindruck, dass wir dann vielleicht noch mal erst noch mal den Jan durch Family Search durchführen lassen. Und dann nochmal im Anschluss fragen, weil sonst kommen wir immer so ein bisschen aus diesem Fluss heraus, den Jan hier aufgebaut hat. Genau, da muss ich wieder wiederholen, was wir noch gemacht haben. Passt auf, also wir sind eh schon fast fertig erstmal. Ich sage mal den Grundlagen der Suche. Dann gehe ich jetzt auch nicht hier auf die Sachen ein. Der Katalog wäre vielleicht dann auch nochmal sehr wichtig. Genau. Ich wollte hier Suche. Also, was wir jetzt schon gemacht haben bisher, Aufzeichnung, Aufnahmen, Familienstammbaum, die Genealogien. Wenn ich jetzt nochmal da drauf klicke, jetzt hier bei den Genealogien, das sind einfach Genealogien, die wurden eingereicht bei Family Search und die kann man auch durchsuchen. Was ist eine Genealogie? Das ist in meisten Fällen einfach so ein Stammbaum, auf den man jetzt auch nochmal zugreifen kann. Das ist jetzt ein losgelöster Stammbaum von dem. Die sind auch statisch, ne? Da kann man nichts mehr dran ändern. Das ist einfach eine Einreichung und die ist dann, die kann man lesen, aber da kann man nicht bearbeiten.
Also genau. Man kann seine GitCom-Datei dort hochladen. Genau. Wie man das macht, kann man ja später nochmal erklären. Aber ich kann meinen Stammbaum dort einreichen, habe den erstmal dort gesichert, allerdings nur die Daten. Und jetzt kann ich in diesen eingereichten Stammbäumen kann ich suchen. Aber ich kann natürlich an den Daten nichts verändern. Weil das sind ja die einzelnen Stammbäume, die jeder Nutzer oder jeder, der es möchte, dort einreichen kann. Genau. Also das ist die Genealogiesuche ist im Prinzip genau dasselbe wie die Familienstammbaumsuche. Nur im Familienstammbaumsuche, da sind wir halt in dem globalen Familienstammbaum von FamilySearch drin. Und der Genealogie, das sind hochgeladene Dateien im Prinzip, statische Stammbäume, in denen nichts mehr verändert werden kann. Die können richtig sein oder falsch. Und da kann man eben dann auch drin suchen. Ich meine, also unser Stammbaum FamilySearch, der ist auch nicht vollständig richtig. Da würde ich nie die Hand fürs Feuer legen. Ne? Kann aber ja auch trotzdem, nie sein. Nee, es ist ja klar. Aber das macht auch nichts. Wir kommen immer näher an die richtigen Stellen ran hier. Ja. Da kannst du vielleicht auch noch mal den Nachnamen Bukdoll eingeben. Dann weiß ich auch, dass man da einen Treffer hat. Oder den Franz noch mal da rein und auch noch mal suchen. Und dann müsste eigentlich auch der von mir eingereichte Stammbaum dann irgendwo auftauchen. Genau, wenn du da jetzt auf den Franz oben klickst. Genau. Und das ist also ein von mir eingereichter Baum, losgelöst von diesem großen Familienstammbaum. Ne? Mhm. Also da kann jeder seinen Baum sichern. Was man nur da nicht mit eingeben kann oder mit rüberladen kann, sind eben die halt Quellen. Bilder. Ja. Bilder. Ne? Ja. Und man kann also da unten auch sehen, halt, da gibt es dann also auch noch so Angaben, einige Angaben, da steht dann auch bei G. Palmüller drin. Ne? Das sieht man da unten. Von G. Palmüller eingereicht. Ja. Ja. Ist auch nochmal. Vielleicht ein ganz kurzer Hinweis. FamilySearch arbeitet zurzeit daran, dass man so wie in anderen, ich sag mal, auf anderen Portalen oder so, seinen eigenen Stammbaum parallel zum Familienstammbaum haben, zum globalen Stammbaum haben kann. Also jetzt zurzeit, der Georg hat das ja hochgeladen, der kann hier dran nichts mehr verändern. Aber es wird ich kann jetzt praktisch nur die Datei löschen und könnte wieder eine neue hochladen. Ja. Aber es wird so sein und dann ist auch das sehr, ich sag mal, sehr mühsam, die Person mit dem Familienstammbaum zu verbinden oder zu hinten. Das wird alles verbessert werden in Zukunft und es wird auch die Möglichkeit geben, seinen eigenen Stammbaum zu haben. Den kann man teilen, den kann man auch öffentlich machen und da kann man auch noch weiter dran arbeiten. Also das ist alles noch gerade in der Testphase, aber das ist Entwicklungsphase, ja. Die Entwicklung, genau. Ja, genau. Regina. Und dann kommen wir gleich genau. Noch zum Katalog. Und zwar ganz einfach. Vielleicht solltet ihr von FamilySearch vielleicht auch vorne auf der Startseite oder so ein bisschen den Unterschied erklären zwischen dieser Genealogie, die jeder für sich hochladen kann, die man nicht verändern kann, und dem, ich sag mal, Weltenstammbaum. Weil ganz viele Leute bringen das durcheinander. Die sagen auch, bei FamilySearch lade ich meinen Stammbaum nicht hoch, da kann ja jeder drin rumwurschteln und der bringt mir den durcheinander. Weil die kennen diesen Unterschied nicht zwischen Weltenstammbaum und zwischen der eigenen Genealogie. Ja. Weil der wird auch, ich finde, bei FamilySearch auf der Seite nicht irgendwie großartig oder überhaupt erklärt. Ich habe es noch nicht gefunden oder habe in letzter Zeit auch nicht auf die Startseite geguckt oder ob da jetzt mittlerweile erklärt wird. Und das sind, wie gesagt, sehr, sehr auf viele Leute, die den Unterschied nicht kennen. Ja. Das wäre ein guter Tipp, Regina, dass man da vielleicht irgendwo da wirklich den Unterschied nochmal, also man kann seine eigenen Genealogien hochladen, dann werden also die Daten unter Genealogien gefunden, aber man kann zusätzlich seine hochgeladene Genealogie noch in den Familienstammbaum einfließen lassen. Aber zusätzlich, ne, das muss man nicht, das kann man nur, wenn man es möchte. Aber da gibt es diesen Unterschied zwischen dem Familienstammbaum und den Genealogien. Aber vielleicht, Jan, vielleicht könntet ihr das mal irgendwie notieren, dass das vielleicht da irgendwo etwas klarer noch der Unterschied hervorgeht. Das habe ich auch schon. Also das ist ein Feedback, das bekommen wir sogar öfter. Wir haben jetzt angefangen, auch öfter User-Interviews zu führen. Und das ist eine Sache, das Konzept von diesem, ist auch Weltenstammbaum zu dem eigenen Stammbaum oder eine andere, das ist nicht klar. Das ist einfach schwierig, das zu begreifen, dass es ein großer Stammbaum ist, wo alle mit dran arbeiten und dass es eben auch noch die Privaten gibt. Aber das ist was glaube ich, auch kommen wird, wenn wir die neue Möglichkeit haben, Genealogien hochzuladen und die zu bearbeiten. Ich denke auch, das wird dann erst kommen, wenn das tatsächlich eine wirklich komfortablere
Art und Weise ist, seinen eigenen Stammbaum so auch geschützt zu betreiben. Ja. Also das Einzige, was dann hier so geschrieben steht beim Familienstammbaum, hier beim Überblick, da findet man das erstmal, warum man den gemeinsamen Stamm, aber trotzdem, obwohl das so geschrieben wird, begreifen viele trotzdem nicht das Konzept, das dahinter steckt. Also das ist... Ja, ist ja, weil kaum jemand auf diese Seite geht. Ne? Also ja, oder das auf die Idee, genau. Ja. Ja. So, aber lass uns nochmal kurz auf die Suche klicken. So, ich gehe jetzt mal auch auf, also auf die Startseite, wo wir immer hingehen am Anfang. Wir haben jetzt hier... Sollte ich nicht die Katalog machen? Ja, genau, ich wollte gerade noch überleiten dazu. Aber du kannst auch gleich loslegen. Also, wir haben uns Aufzeichnungen angeguckt, also alle Indexierten. Wir haben die Aufnahmen angeguckt, die Digitalisierten, den Familienstammbaum von FamilySearch, der große Weltenstammbaum, den man durchsuchen kann nach Personen, und die Genealogien, die von anderen Benutzern bei FamilySearch hochgeladen werden. Und dann haben wir aber auch noch den Katalog, Bücher und den Wiki. Und jetzt würde ich mal dich abgeben, Annette. Okay. Und du sagst, wo ich draufklicken soll. Oder willst du... Ich darf meinen Screen teilen, meinen Schirm. Ja, lass uns das mal, dann stoppe ich kurz meine Freigabe, ja? Okay. Okay. Das machen, Georg. Oder Patricia oder Georg, wie ihr möchtet. Also das ist dann... Na, ja, oder Jan, du kannst es ja auch machen. Ja. Okay. So, jetzt als Beispiel mal einfach. Wir haben ja schon gehört, in Deutschland ist das so, dass hier ständig sich Grenzen verschieben. Und es ist schwierig zum Beispiel nachzuvollziehen, was ist da passiert in verschiedenen Regionen sozusagen. Und sowas findet man jetzt natürlich nicht in irgendeinem Dokument oder irgendeiner Geburtsurkunde eventuell. Aber man kann gucken, ob man nicht vielleicht auch noch, hier steht es, durchstöbern Sie den Katalog mit genealogischem Material, darunter Bücher, Online-Material, Mikrofilme, was ist das hier? Fische, ja. Ja, und Veröffentlichung. Ich weiß gar nicht, was das ist. Essen kann man nicht. Mikrofisch kennst du gar nicht mehr, ne? Ich weiß nicht. Ja. Das sind diese kleinen Fotoplatten, aber die gibt es ja auch schon lange nicht dafür, mehr. Dafür ist ein bisschen zu kleine jung. Karten. So, damit musst du vielleicht mal updaten dann. Ja, genau. Ich bin da ein bisschen älter wie du, Jan. Ich kenne das noch, als ich vor 30 Jahren im Center für Familiengeschichte Dortmund angefangen bin. Ja, habe ich noch nie gehört. Ihr macht aber auch gar nichts. So, also, das sind wie so negative, wenn du eine Platte hast, wo 10 negative nebeneinander und untereinander sind. Das ist so alles auf einem DIN A4-Blatt, und das schiebst du dann unter ein Lesegerät hin und her. Genau. Und dann hast du da immer die Seiten. Okay, ich bin wieder da. Und jetzt. Ah, perfekt. Okay, ja, ich stoppe nochmal meine Freigabe. Genau, ja, Annette, jetzt haben wir da einen Schirm. Okay, jetzt können wir auch mal wieder die Aufzeichnung. Musst du nur den Katalog aufrufen. Genau, ja. Okay, Moment. Es dauert immer einen Augenblick hier. Okay, so wie Jan schon vorher erklärte, wir haben oben hier auf der linken Seite, für die, die neu sind, FamilySearch, den Icon, das ist immer der Zurück-Button. Dann hat man den Familienstammbaum Suche, Erinnerungen, Mach mit und Aktivitäten. Wenn man auf der Suche klickt, hat man ein kleines Menü, auf dem man Aufzeichnungen, Aufnahmen, Familienstammbaum, Genealogien, Katalog und Forschungswiki hat. Der Katalog und der Forschungswiki sind für die Ahnenforscher unheimlich wichtig. Das Katalog sagt uns, wo Bestände sind, historische Bestände sind. Und der Forschungswiki sagt uns, wann diese Bestände passiert sind, stattgefunden sind, welche Regierungsbezirke sie gewesen sind, welche Kreise sie sind. Und was ganz wichtig zu verstehen ist, ist, dass der amerikanische oder das englischsprachige Forschungswiki hat mehr Informationen für deutsche Recherchierung als das deutsche. Und das kommt hauptsächlich deswegen, weil es nur ein paar Leuten gibt, die Deutsch sprechen können, die diese Informationen in der Wiki eingegeben haben. Zuerst werde ich euch den Katalog zeigen. Man klickt auf den Katalog und dann kann man etwas ausschalten hier. Gut, okay. Und das muss hier weg. Und so, man kann suchen bei Ort. Der Default ist immer bei Ort. Dann hat man Nachnamen. Man kann nach Nachnamen recherchieren, nach Titeln, Verfasser, Haupteinträge und Schlagwörter. Die zwei besten Suchmöglichkeiten kommen immer unter Ort und unter Schlagwörter hervor. Keywords, sagen wir. Hier unten kann man Standortnummer,
Und auch der Film, Fisch und Aufnahmegruppen eingeben. Wenn ich darauf klicke, kann ich den Standort nochmal eingeben. Oder ich kann hier auf dieses Film, wenn ich nur den Filmnummer habe, den kann ich eintragen. Manchmal haben wir Leute gehabt bei der Family History Library, die haben sich Notizen aufgeschrieben und die haben nur den Mikrofilmnummer aufgeschrieben. Und ich freue mich immer, wenn sie das getan haben, weil dann sagen sie, ich weiß nicht, wo diese Kollektion gewesen ist, aber ich habe die Mikrofilmnummer dafür. Und so könnten wir die eintragen und es brachte uns gleich zum Mikrofilm. Man kann nach alle beliebige angucken, man kann nur nach online suchen oder man kann hier auch bei der Center für Familiengeschichte klicken. Wenn ich auch. Aber Center für Familiengeschichte ist obsolet, ne, eigentlich, weil das meiste stimmt nicht mehr. Nee, vielleicht auf Deutsch, aber das kommt, weil wir nicht genügend Bücher haben, die gescannt worden sind, die eingegeben worden sind. Aber wenn da jetzt, klick mal auf den Pfeil, die Auswahlliste, die da erscheint, das stimmt alles nicht mehr. Na, das ist mal statisch eingegeben worden und seitdem wir keinen Mikrofilmverleih mehr machen, ist das nicht mehr abgedatet worden. Naja, es gibt zwei verschiedene Arten nachzurecherchieren. Man kann entweder nach digitalisierte recherchieren oder man genau, kann ich, auch ich rede jetzt nur von dem Center für Familiengeschichte, von dieser Option. Die ist quasi. Ja, aber im Prinzip ist es, wenn man bei der Family History Library ist, gibt es Filme, die man nur dort angucken kann, die man nirgendwo anders angucken kann. Und das kann schon wichtig sein, wenn jemand zum Beispiel ein Online-Lookup bestellt, dass man sagt, ich habe es auf einem Mikrofilm, es ist möglich, dass es auf diesem Mikrofilm ist, können Sie bei Ihnen bei der Family History Library nachrecherchieren. Da ist es schon wichtig. So, wenn man jetzt zum Beispiel nach Ort suchen würde, da könnte man zum Beispiel Hamburg angucken. Und dann haben wir 23 Treffer. Ich zeige das einfach, weil es wichtig ist, weil manchmal kann man Fehler machen, indem man die nicht richtigen Orte eingibt. Und man sieht, wie viele Treffer es gibt. Es gibt sehr viele Hamburgs, sogar in der USA und in Kanada. Und das ist ganz wichtig. Ich will sagen, dass es, ich glaube, 36 Berlins gibt. So, wenn ich jetzt auf die erste klicke, das ist Germany, Hamburg, Hamburg. Jetzt bin ich auf Deutsch in dem Family Search drin, aber es gibt mir nicht Deutschland, sondern Germany, Germany. Und das kommt wieder zurück auf diese Frage über den Orten, die eingetragen worden sind. Wenn ich Germany, Hamburg nehme und Germany, Hamburg, Hamburg, habe ich eigentlich zwei verschiedene Orte zum Recherchieren. Das erste werde ich jetzt einfach so klicken und sehen, was da vorkommt. Und jetzt bekomme ich eine ganze Liste von all die Belege und die sind alle auf Englisch, alle die Belege und Bestände, die die Family Search in dem Katalog drin hat. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf hier Naturalization und Citizenship gucken möchte. Es gibt Reisepassprotokolle, glaube ich, da drin, vielleicht auch nicht. Dann gibt es dieses, die Mitglieder der Bürgerschaft, dann kann ich mir das eröffnen. Und dann hier oben, wenn ich beim Katalog Search oder Suche eingebe, sucht dieses Funktion der ganze Katalog für die Wörter. Und ich zeige euch was ganz kurz. Aber man sieht hier oben, was da drin ist, wer es kreiert hat oder wer der Verfasser ist, was es ist, scheint zu sein, ein Buch zu sein. Hier sehen wir den Standortnummer, es ist ein Buch, es ist bei der Family History Library, es ist möglich, das zu holen. Und hier haben wir das, es war auf Mikrofilm, aber es scheint digitalisiert zu sein und man kann jetzt auf dem Kamera klicken und dann kann man sehen, dass man das jetzt so auf Film angucken kann, um nachzurecherchieren. Leider bei dem Katalog kann man keine Suchwörter eingeben und nachrecherchieren, um das zu suchen. Also man kann kein Suchwörter eingeben, aber man kann jede diese Seiten anschauen und durchklicken und man kann sehen hier oben, dass wir auf Seite 15 sind und dass da 1994 Seiten zu sehen sind. Jetzt gehe ich mal wieder zurück. Ich gehe hier oben auf der linken Seite, gehe mal zurück und man sieht, dass man hier andere Haupteinträge hat.
Aber was ganz wichtig war, ist, wenn ich zurück zu den Suchergebnissen gehe, habe ich hier, und hier ist die ganze Liste von all die Bestände nur für Hamburg sind. Ich kann das wieder zumachen. Wenn ich jetzt hier wieder nach oben, ach Mensch, gehe, kann ich jetzt Orte in Germany, Hamburg aufklicken. Und jetzt kann ich die verschiedenen Orte innerhalb von Hamburg anschauen, was es zu sehen gibt. Und wo wir früher dieses Germany, Hamburg und dann Germany, Hamburg, Hamburg gesehen haben, jetzt haben wir dieses. Und wenn ich darauf klicke, sehen wir, dass wir jetzt nur Hamburg, Hamburg angucken. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ich habe das Katalog nicht kreiert, aber man kann sehen, was jetzt nur hier drin ist. So, hier kann man auf der linken Seite kann man die Suche spezifizieren. Man kann jetzt nach Nachnamen, Titeln, Verfasser, Haupteinträge und Schlagwörter gucken. Jetzt, wenn ich sagen möchte, ich möchte nur Schlagwörter nachgucken, vielleicht möchte ich mir Hugenotten angucken. Wenn ich buchstabieren kann. Mal sehen, ob das funktioniert auf Englisch. Ja, es hat tatsächlich beim Schlagwörter nachrecherchiert und es hat diese zwei gefunden. Es gibt zwei Bestände und dann hier unter Minoritäten gibt es noch zwei Bestände. Und so kann man auch recherchieren. Man kann beliebig oder online oder nur bei Family History Geschichtscenter gucken, aber das ist nicht immer relevant, wie Patricia früher gesagt hat, für manche Sachen. Wenn ich jetzt dieses zumachen möchte und ich möchte nur nach Schlagwörter gehen, dann kann ich zum Beispiel, tut mir leid, ich habe eine Waschmaschine im Hintergrund, Huguenots, Hamburg, Kirchen. Mal sehen. Das hat mir was ganz Merkwürdiges gegeben. Ich möchte mal sehen, ob ich... Oh, hier ist es wichtig. Okay, wenn ich weiter nach unten gehe, kann ich sehen, dass es der Kategorie Kirchengeschichte, Sonstiges, Deutsch und Franzosen. Wenn ich auf Franzosen klicke, bekomme ich die wieder diesen. Und das war wahrscheinlich nicht das beste Beispiel. So, jetzt gehe ich mal nur auf Huguenots. Das interessiert mich gerade, weil ich einen Vorfahren daher habe. Vielleicht mache ich das Huguenotten. Kann jemand mir das bitte buchstabieren? Huge, Huge mit E. H-U-G-E, Huge und dann Notten. N, N, Nordpol und dann Notten. Ja, genau. Okay, gut. Das Englische wird anders geschrieben. Ah, so, jetzt haben wir Huguenotten. Jetzt habe ich 20 Ergebnisse auf diese Seite aus 289 Ergebnisse. Wenn ich jetzt nach unten gehe, muss langsam gehen, damit ihr nicht schwindelig wird. Hier auf der linken Seite kann ich die Jahre sehen, die Kategorien, wie viele Bestände innerhalb dieser Titel drin sind. Und dann verfügbar sind die online. Jetzt kann ich sehen, in welche Sprachen die gegeben worden sind. Und wenn ich jetzt weiter nach unten gehe, sehe ich, dass per Seite 20 Einträge gibt. Und dann kann ich jetzt auf die nächste gehen. Aber wenn ich zum Beispiel das jetzt ein bisschen verkleinern möchte, die Resultaten, dann gehe ich hier eben auf, oh, ich möchte nur 18. Jahrhundert auf der linken Seite und dann bekomme ich nur einen Eintrag. Wenn ich sage, oh, das ist mir zu, wie sagt man, narrow, ups. Vielleicht möchte ich nur Aufbewahrungsorten. Jetzt habe ich nur 4 Ergebnisse und so kann man der Katalog-Recherchierung verkleinern oder verschmalern oder vergrößern oder verbreitern, je nachdem, wonach man sucht. Und man kann in diesen Schlagwörtern andere Wörter eingeben. Kann einer von euch mir ein Beispiel geben? Schreib einfach mal nur irgendwo Dortmund als Beispiel.
Ja, das heißt also, die Schlagwörter, die Suche nach den Schlagwörtern, das ist eigentlich den wenigsten bekannt. Die meisten, die den Katalog benutzen, die suchen nach Orten, also nach Kirchenbüchern oder nach Standesamtsbüchern. Aber dass es die Schlagwortsuche gibt, die zum Beispiel alles jetzt offenbart, was von Dortmund da ist oder was im Zusammenhang mit Dortmund. So, jetzt habe ich Dortmund eingegeben und dann habe ich Kirchenbuch eingegeben. Mhm. Und jetzt habe ich wenn ich jetzt nur Dortmund mache, bekomme ich 447. Ja, aber wenn da ist alles Mögliche drin, die Zeitschriften hier vom Roland und Kirchenbuch. Alles Mögliche. Wenn ich jetzt aber Kirchenbuch eingebe, dann habe ich nur 32 Ergebnisse. Und dann kann man zum Beispiel mit Control Find, jetzt will ich nur 1729, weil ich habe das gesehen. Jetzt habe ich nur dieses eine gefunden und jetzt kann ich darauf klicken und dann kann ich das öffnen und das angucken. Ne? Aber das Katalog ist sehr wichtig, weil wenn man jetzt bei Suchwörter schaut, Suchwörter oder jetzt weiß ich nicht, wie das ausgedrückt wird. Schlagwörter recherchiere, dann mache ich das nochmal. Schlagwörter sucht den ganzen Katalog für alle die Begriffe, die man jetzt eingegeben hat. Und warum funktioniert das nicht? Geh nochmal nach oben. Du hast, glaube ich, da noch drin stehen Kirchenbuch, Dortmund Kirchenbuch. Genau, mach mal Kirchenbuch weg. Genau, mach mal Kirchenbuch ganz weg und such mal nur nach Dortmund und dann aktualisieren. Und was interessant ist, es sind ja nicht alle Sachen online durchsuchbar, sondern manchmal bekommt man ja auch nur einen Hinweis, das ist ein Buch, dann kann man das über die Fernleihe vielleicht versuchen zu bekommen. Aber du hattest gerade, wenn du noch mal nach oben gehst, noch mal eben nach oben, noch ein Stück. Da gibt es nämlich dann nicht bei beliebig, sondern online. Wenn man jetzt nur das suchen will, was man eventuell online jetzt abfragen kann, dann stellt man auf online. Dann hat man jetzt nur 88 Ergebnisse, wo vorher auf beliebig und dann muss man wieder aktualisieren, hat man 447. Genau. Nun, ich will euch noch etwas zeigen und zwar das Plattform, das wir für den Katalog benutzen, ist eigentlich historische Quellen und historische Bestände. Und dann haben wir ein anderes Plattform, die wir für Bücher benutzen, die man auch nachrecherchieren kann. Es ist eigentlich viel besser für Englischsprachige, weil wir nicht genügend deutschsprachige Bücher haben. Aber das ist nicht unbedingt wahr, denn Family Search hat Partnerschaften mit 12 verschiedenen Bibliotheken innerhalb der USA und unter diesen haben die auch deutschsprachige Bücher. Wenn man zum Beispiel jetzt, lass mal sagen, man sucht Hugenotten, wenn ich buchstabieren könnte, Hugenotten in Texas als Beispiel, dann bekommt man diese Liste von Informationen, wo man jetzt nachher recherchieren kann. Und ich kann zum Beispiel Hugenotten Texas oder ich kann nur Hugenotten so recherchieren und ich bekomme verschiedene Resultate. Aber es gibt 12 verschiedene Partnerschaft-Bibliotheken, die jetzt zusammen mit Family Search arbeiten, wo man jetzt hier sehen kann, okay, da sind 221.595 Resultate für Hugenotten in Texas. Und guck mal, Hugenotten in Berlin. Und dann kann man das durchsuchen. Aber man kann hier auf der linken Seite gehen, klicken und sehen, wer das herausgestellt hat. Man hat Subjekt, dann hat man Sprache. Ich will nur deutschsprachige Bücher. Da sind schon 2500 und dann haben wir 2000 hier. Wenn ich auf diese klicke, dann habe ich jetzt weniger Resultate. Und so kann man weiter nachgucken. Und jetzt wollte ich mal wieder zurück. Ich wollte euch nur den Unterschied zeigen zwischen die historischen Bestände, die man auf dem Katalog nachrecherchieren kann bei
Ort oder bei Suchwörter oder Schlagwörter. Und dann hat man bei der Bibliothek, wo man auch der Bücher jetzt auch auf einem anderen Plattform nachgucken kann, um zu sehen, was für Bücher durchsuchen sind. Okay, ich glaube, das war's. Ich will euch nicht durcheinander bringen. Und dann vielleicht wäre es noch mal eben gut, Annette, wenn du noch mal einmal auf Orte gehst. Aber du hast ja schon gezeigt, wie man an Kirchenbücher rankommen kann. Ich könnte auch kurz zeigen mit Nachnamen. Lass mal sehen. Ich gebe mal meinen Namen ein. Mal sehen, was da kommt. Ich mache jetzt Dortmund weg, weil sonst search das nur nach Dortmund. No? Ja. Und ich will alles angeguckt haben. So, jetzt habe ich nur Unrau eingegeben. Da sind nur 15 Ergebnisse. Und jetzt habe ich nur bei den Nachnamen. Und manchmal kann der Nachname gut sein. Muss mal sagen, man hat ein DNA-Problem und man weiß nicht, wie man seinen Namen in diese andere Gruppe hineinknüpft. Und dann kann man sagen, ja, ich gehe und gucke mal nach bei Ort und bei Nachname. Und dann kann ich mal sehen, was es zu sehen gibt. Ich weiß nicht, ob dieses ein gutes Beispiel ist. Oh, hier. Hier haben wir die Haupt... So, ich habe nur nach Unrau geschaut. Dann habe ich auf dieses geklickt. Und jetzt sehe ich, dass es andere Nachnamen im Beziehung zu meinem Nachnamen, den ich eingegeben habe. Und wenn ich jetzt diesen Namen auch woanders sehe, die mit meinem Namen verbunden sind, dann kann ich auch darauf klicken. Also es gibt verschiedene Arten und Weisen, den Katalog durchzusuchen. Und dann, wenn wir wieder jetzt auf dem Ort gehen, und lass mal sagen, wir gehen auf Danzig. Und das ist jetzt zurück zu dieser Frage über was ist richtig und warum haben wir so viele verschiedene Orte. Hier haben wir 13 Treffer nur für diesen Ort. Es kann ein bisschen konfus sein, weil man muss sich ein bisschen damit auseinandersetzen historisch. Aber wir haben Westpreußen, dann haben wir Ostpreußen, dann haben wir Preußen, Westpreußen, Danzig und wir haben alle diese verschiedenen Namen hier oder Orten. Und man muss das durchgucken, um zu sehen, ob da vielleicht was eher relevant ist für die Recherchierung, die man gerade bei Ort macht. Wenn ich jetzt zu Westpreußen gehe und das aktualisiere, dann sehe ich jetzt, dass ich nur so viele Einträge habe. Aber ich kann hier sehen, dass es ein Eintrag für Bibliografie, eine für Zivilregistrierung, Gazettieren, Mappen oder Akten und dann Published Records. Und hier kann ich jetzt habe ich nur das. Und was ist, wenn ich meinen Ort nicht finde? Dann kann ich trotzdem hier unter Orte in Germany gehen. Und jetzt habe ich nur diese Orte, die da drin sind. Und das, und was ganz wichtig ist, ist, wenn es nicht in der Katalog ist, bedeutet es nicht, dass es nicht existiert. Es bedeutet nur, dass es nicht in der Katalog ist. Es könnte sein, dass es woanders ist und man muss ein bisschen nachgucken. Und wenn man jetzt... Ja, wenn ich so zum Beispiel in Schlesien den Ort, meine Vorfahren kamen aus Gaschowitz, aber Gaschowitz hatte keine eigene Kirche. Ja, das Kirchspiel war Lissek. Das heißt, wenn ich Gaschowitz eingebe, nee mit A, dann findet er wahrscheinlich gar nichts. Ja, weil nee mit A, A-S, Gascho, S-C-H, O-W-I-T-Z, Gaschowitz, da wird er wahrscheinlich, da steht schon, keine übereinstimmenden Orte. Das heißt, ich müsste gucken, wenn ich Kirchenbücher suche, zu welchem Kirchspiel gehört Gaschowitz. Jetzt werde ich zum Beispiel ein Beispiel geben, was Amerikaner machen würden, wenn sie so ein Problem haben, weil wir nicht wissen, was wir damit anzufangen haben. Ups. Dann gehe ich hier rein, kopiere das, dann würde ich als Amerikanerin in die Myers-Gaz gehen. Und das Schöne an der Myers-Gaz oder Gazetteer ist, dass die Orte und die Kirchenspiele, so wie sie in der Gazetteer stehen, sind sie genauso auf Family Search auf der Orte für deutsche Recherchierung. Jetzt hat man da die alte Karte, genau. Und jetzt kann ich sehen, dass es Gaschowitz-Rübnik-Oppeln gibt
Und dann würde ich zum Beispiel hier jetzt auf Oppeln gehen, weil es... Nee, geh mal einfach Moment, auf Moment. Ich bin dran. Entschuldigung. So, jetzt haben wir, ich werde das nochmal zeigen, weil das ist manchmal ein bisschen konfus. Also, so hier haben wir, Oppeln, Hannover, Oppeln, Schlesien, Oppeln. Wir haben 5 Treffer. Ich nehme den ersten. Wir kommen auf dem. Und dann haben wir nur, es gibt's nicht. Okay, das ist nicht richtig. So, jetzt nochmal. Wir suchen ja was in Polen, ne? Ja, ich weiß. Aber erinnert euch, für die Amerikaner, für uns ist es nicht immer so eindeutig, ne? So, wir gehen jetzt auf Schlesien, weil das Sachsen war. Ich habe einen Fehler gemacht. Und jetzt haben wir wieder dieses, kein Treffer. Was mache ich jetzt? Kein Treffer. Ich gehe hier rein. Und jetzt kann ich mal nochmal gucken. Und wenn ich hier bei der Rybnik war, Gaschowitz, dann muss ich gucken, ob es Rybnik gibt. Und es gibt es nicht. So, was würde ich jetzt machen? Das ist das Problem, das Amerikaner haben, wenn sie in Deutschland recherchieren, wenn sie den Orten nicht kennen. Hier, Oppeln. Schau doch mal nach dem Kiesspiel auf Myers-Gas. Genau. So, wenn man hier auf die Ecclesiastical geht, da kann man zum Beispiel eine Liste sehen bei Orten und wie weit das ist, was für Kirchen das sind, ob das katholisch, protestantisch oder jüdisch ist. Und da könnte man jetzt mal nochmal nachgucken, um zu sehen, ob es was Größeres gibt. Aber, oder man geht hier auf die Landkarte. Das ist auf das Land, das ist das Einfachste. Und hier unter der Landkarte würde man... Ist es katholisch? Katholisch, machen wir katholisch, genau. Dann würde man auf den katholischen klicken. Jetzt muss ich euch... Und da bei Lissek hat er die Markierung gesetzt, genau. Und jetzt kann ich sehen, wo die verschiedenen Orten sind und ich kann jetzt darauf klicken. Oh, hier gibt es Lissek. Dann würde ich wieder hier reingehen. Und Lissek eingeben, genau. Und jetzt habe ich das auf einmal. Also... So einfach mit den Orten ist es nicht. Und deswegen hat man verschiedene Werkzeuge, mit denen man arbeiten kann. Okay. Also okay. Das ist eben halt wichtig, wenn man jetzt einen Herkunftsort der Vorfahren hat und gibt den in den Katalog ein und dann sagt also der Katalog, den Ort kenne ich nicht. Dann ist es so, dass der Ort zu einem anderen Kirchspiel gehört hat. Denn wenn ich Kirchenbücher suche, muss ich das Kirchspiel wissen. Und das ergibt sich dann aus Meyers Gazette hier. Aber da steht ganz oben, welches Kirchspiel das ist. Ja. Stand in Meyers Gazette hier drin. Under Ecclesiastical steht das ganz oben, bevor man auf die Liste... Kannst du noch mal eben auf Meyers Gazette hier noch mal eben klicken? Geh mal auf Ecclesiastical. Und oben steht Catholic Parish ist Lissek und Protestant ist Rybnik. Das heißt, wenn mein Vorfahre aus Gaschowitz eben evangelisch war, dann muss ich in die Kirchenbücher von Rybnik gucken. Und wenn er katholisch war, muss ich in die Kirchenbücher von Lissek gucken. Und da die katholisch waren, gehe ich wieder zurück in den Family Search Katalog und gebe dort Lissek ein und schaue nach, klicke dort mal auf Kirchenbücher. Und dann habe ich die katholischen, aber da gibt es nur ein Kirchenbuch-Duplikat, wenn du da mal draufklickst. So, und da ist dann eben halt der Schlüssel unten zu erkennen. Das heißt, es gibt eben aufgrund von Verträgen Kirchenbücher, die man also wirklich nur entweder in den Zentren für Familiengeschichte einsehen kann oder woanders einsehen kann, die schon woanders online stehen. Und wenn ich jetzt mal auf die Kamera klicke da unten, dann wird er mir nämlich jetzt sagen, halt, was damit ist. Und da steht eben halt für den Zugriff, nur in einem Center für Familiengeschichte. Also wenn ich dann nach Dortmund fahre oder in ein anderes Center für Familiengeschichte, da könnte ich dann diese Digitalisator öffnen und einsehen. Und dass die andere Möglichkeit jetzt besteht, dass wenn du dir dieses nicht angucken kannst, dass du diese Nummern hier markieren kannst und bei der Online-Lookup einen Online-Lookup bestellen kannst und dir wird gesagt, es kann sein, dass sie dir nichts, sie können dir wahrscheinlich nichts schicken, was sie gesehen haben, aber sie können dir sagen, was da drin gestanden hat, indem sie ein E-Mail schreiben, damit du Bescheid weißt, dass deine Vorfahren in diesem Ort gewesen sind. Und es kann sein, dass du zugewiesen wirst an dem, genau.
an dem Archiv, Online-Archiv, der das hat. Genau. Also wenn kein Schlüssel zu sehen ist, dann kann man die Digitalisate direkt aufrufen von zu Hause aus. Ja. Aber wenn da ein Schlüssel ist, immer erst da draufklicken und gucken, was in dem Kasten steht. Es kann auch da drin stehen, zum Beispiel, diese Digitalisate sind bei einer anderen Stelle einsehbar. Ja, dann hat zum Beispiel irgendein anderes Archiv diese Digitalisate online gestellt und Family Search wird diese Digitalisate dann nicht anzeigen, sondern sagt eben halt, diese Digitalisate findest du an einem anderen Ort. Leider steht nicht dabei, wo. Ja? Okay, und die andere Sache ist, diese Frage über die Orten sieht man wieder hier unter den Haupteinträgen zum Ort. Da hat man einmal Poland und da hat man einmal Germany und da hat man Katowice und Preußen und dieses, aber beide sind richtig. Die sind beide das Gleiche, nur mit einem anderen Namen. Ja, genau. Und der heutige Name. Ne? Well, ja, heutige Name oder verschiedene Namen. Ich meine, es gibt Orte, die hin und her gegangen sind. Ich meine, Utah war einmal ein Territorium und einmal ist es ein Staat geworden und davor war es nichts. Und so ja. Mal weiß man, wenn es Territorium sagt, dass da nicht so viele Bestände gibt. Genau. Okay. Ja, das war's. Ja, prima. Warte mal, ich hätte gerne noch mal gewusst, wie bist du zum Family Search Digital Library gekommen? Bei der Bücher. Wenn man hier bei der Katalog ist, daneben sind die Bücher. Und ich will auch sagen, dass das Plattform, der benutzt wird für die Bibliothek oder die digitalisierte Bücher, kommt eigentlich von der BYU. Es war ein Projekt für die Studenten, die hergestellt worden ist, um zu sehen, ob das funktioniert. Und dann ist es geschenkt worden an Family Search. Und so ist es ein ganz anderes Programm und es ist ganz anders als der Katalog, aber die beiden ergänzen sich und haben verschiedene Zwecke. Und man kann umso mehr behebeln, wenn man beides benutzt für verschiedene Sachen. Aber allerdings kann man nur die 12 Partnerbibliotheken in der USA und der Family History Library, deren Bestände nachrecherchieren, was für deutsche Unterlagen gibt. Also sind die Suchergebnisse sehr schmal, weil das hauptsächlich auf amerikanisches Inhalt konzentriert wird. Ich hoffe, ich habe das richtig gesagt. Guck mal, was passiert in 6 Wochen, wenn ich hier bin. Ja. Ja, Jan, hast du noch irgendwie Ergänzungen oder wolltest du noch was zeigen? Ansonsten würden wir dann vielleicht mal die Fragerunde dann wieder neu starten. Ich kann auch ganz kurz vielleicht ganz kurz noch mal den Bildschirm teilen. Ich habe noch eine Sache. Ja, dann teilen wir den Bildschirm bitte. Ich teile nochmal gerade eben. Okay. Genau, also wir hatten ja eben schon gehört mit der Suche. Hier sehen wir jetzt noch nicht die Bücherfunktion. Wenn man jetzt auf irgendwas hier draufklickt, wieder Aufzeichnung, dann erscheint es erst hier in dem Menü. Und wenn wir hier draufklicken, dann ist es tatsächlich, wie die Annette schon sagte, nur auf Englisch verfügbar. Wer das nicht so gut sprechen kann, jeder Browser, wenn man jetzt einfach mal guckt, hat eine Funktion zu übersetzen, auf Deutsch übersetzt. Ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt. Aber jetzt kann ich hier alles hier, digitale Family Search Bibliothek, jetzt habe ich es auf Deutsch übersetzt. Und hier drin, wie gesagt, hier kann man auch, das ist eine tolle Gelegenheit auch für Vereine oder generell, wenn man irgendwelche Publikationen hat, wozu man die Rechte hat, dann kann man das hier drauf teilen und Leute können darauf zugreifen. Und hier zum Beispiel Bücher einreichen, erfahren Sie, wie Sie beitragen können. Da könnt ihr zum Beispiel auch hier donate, ich mache das nochmal kurz auf Deutsch. Übersetzt es nochmal schnell. Senden Sie digitale Bücher. Hier kann man das auch spenden. Das heißt also, wenn ihr irgendwo schon Bücher habt und die habt ihr digitalisiert, dann könnt ihr die auch hier spenden und dann sind die auch durchsuchbar und man kann hier das eben, ich sag mal, ganz leicht einfach hochladen. Das ist eine Gelegenheit, auch wieder einfach Wissen zu teilen und das zu verbreiten. Also Family Search bemüht sich, alles, was wir zeigen können oder dürfen, das versuchen wir auch zugänglich zu machen für wirklich jeden Nutzer. Der Georg hat das ja eben schon angesprochen. Ab und an hat man eben dann doch aufgrund von Verträgen dann rechtliche Auflagen. Dann dürfen wir das unter Umständen nur in einem Center für Familiengeschichte zeigen oder wir können das eben gar nicht zeigen oder erst nach einem Ablauf von einer Frist. Also Family Search geht dahin und hat mit einem Archiv zum Beispiel zu tun und sagt, ja, wir digitalisieren das für euch und
das Archiv sagt dann, ja, ihr könnt das digitalisieren, aber wir wollen dann noch 5 Jahre lang die Rechte haben, dass wir das erst zeigen können und danach kann das für die Allgemeinheit auch bei euch gezeigt werden oder sowas. Oder es könnte auch sein, dass irgendwie ein Partner kommt, Ancestry oder Heritage, und die sagen, ja, unsere Kunden haben großes Interesse an diesen Digitalisaten. Wir wissen, dass FamilySearch nicht die Ressourcen hat, das jetzt zu indexieren. Wir würden das machen und wir würden dann für wie viele Jahre auch immer, 1, 2, 3, das exklusiv bei uns zeigen und danach wird das dann auch auf FamilySearch frei verfügbar werden. Also solche Kooperationen gibt es eben auch und wie gesagt, also man versucht bei FamilySearch so viel kostenlos zugänglich zu machen, wie möglich eben. Und das ist einfach, ja. Hierzu hatten wir ja auch schon mal ein Gespräch, Jan, auch vom Roland zu Dortmund, eben wegen der Bibliothek dort, was dann eben halt keinem Urheberrecht mehr unterliegt, dass man das dort also auch mit einfließen lassen kann. Aber worauf ich hinaus will, ist zum Beispiel, wenn man eine Familienchronik geschrieben hat. Ja, ich habe zum Beispiel 3 Bücher geschrieben über die Aufzeichnung, über die Erinnerung meiner Großtante. Und sofern da natürlich keine lebenden Personen mehr drin sind, könnte ich jetzt diese 3, eine PDF dieser 3 Bücher oder 3 PDF-Dateien im Grunde genommen dort unter Bücher einreichen, zu FamilySearch schicken. Und dann würden also diese 3 Familienchroniken, die ich da gemacht habe, diese 3 Bücher, sofern da ja jetzt, ich muss natürlich vorher klären, gibt es da noch irgendjemanden, ist da vielleicht noch irgendein Urheberrecht an irgendeinem Bild drin oder was ich da verwendet habe, dann könnte ich im Grunde genommen diese Chronik, diese PDF dort hochladen und die würden dann also auch nach Stichwort Ungarn oder so, weil ja, das ist eine ungarische Familienchronik, würde dann die Familienchronik, die ich geschrieben habe, dort auch gefunden werden. Und je nachdem, was ich festlege, wenn ich sage, ich habe das urheberrechtlich geprüft, es ist also im Grunde genommen frei, könnte man es digital durchblättern. Da zum Beispiel, du siehst jetzt hier bei der Zeitschrift vom Roland steht ja unten etwas tiefer protected. Access Level. Ja. Das heißt, da ist ein Urheberrecht drauf. Dort kann FamilySearch im Grunde genommen nur das Titelbild zeigen und so Snippets, wo zum Beispiel, jetzt hat der Jan gerade den Namen Palmüller eingegeben, ja, als Suchbegriff. Und jetzt wird also angezeigt, dass also Palmüller in dem Buch vorkommt. Aber ich kann es nicht digital durchblättern, weil es Urheberrecht unterliegt. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel links einstelle bei Access Level, links im Grauen, nimm mal Palmüller weg und gib mal nur Dortmund ein. Mich interessiert alles, was es an Literatur über Dortmund gibt oder über den Herkunftsort meiner Vorfahren. So, da gibt es ganz vieles. Und wenn ich da jetzt den Access Level auf Public stelle, auf Public, sieht man Public, das, genau. Ja, genau. Dann werden mir nur Bücher angezeigt, die keinem Urheberrecht mehr unterliegen und die ich digital durchblättern kann. Da klickt man dann auf View Inside, ja, zum Beispiel. Und er sucht auch schon hier, also der erkennt das scheinbar hier in dem Buch drin, erkennt er schon, wo Dortmund zum Beispiel vorkommt. Steht. Das sind jetzt alles Bücher, die keinem Urheberrecht mehr unterliegen, die FamilySearch Seite für Seite zeigen darf. Und jetzt, wenn ich da drin rumblättere, als Beispiel, blätter mal 4, 5 Seiten weiter Wir können sogar suchen hier. Also man kann jetzt suchen nach Dortmund und dann sucht er einem hier, ne, sieht man die verschiedenen Seiten. Genau, klickt mal einfach drauf. Und wenn das jetzt irgendeine Stelle ist, in der zum Beispiel auf der Seite taucht mein Vorfahre auf oder die Seite ist für mich sehr wichtig, dann kann ich die Seite runterladen, aber ich kann auch das ganze Buch runterladen, weil es ist kein Urheberrecht. Also ich kann praktisch die eine Seite als PDF oder JPG runterladen oder ich kann sagen Full PDF Download. Das heißt, er würde mir das ganze Buch auf meinen Rechner laden. Mhm. Ne, weil es eben halt kein Urheberrecht mehr ist, ist es gemeinfrei. Ich möchte was addieren oder zusätzlich geben. Wenn ihr auf etwas zeigt, müsst ihr sagen, dass ihr auf der rechten Seite oder auf der oberen Seite sind, weil man sieht nicht immer den Cursor darüber. Wenn man sagt, ich bin oben auf der rechten Seite, damit man sehen kann. Weil sonst ist es ein bisschen schwierig, weil wenn das neu ist,
weiß man nicht, worauf man zu achten hat. Man sieht nur dieses Blatt und man weiß nicht unbedingt, wovon man spricht, wenn man nicht sagt, wo man ist gerade. Ja, genau. Also wie gesagt, so kann man halt Bücher suchen. Entweder man sagt, zeige mir alle an, sodass ich schon mal weiß, es existieren Bücher zu den Themen oder zu den Herkunftsorten meiner Vorfahren. Dann muss ich welche eventuell über die Fernleihe versuchen zu bestellen. Oder eben halt, ich zeige mir bitte nur Public an, dann kann ich die direkt durchblättern. Und das wäre nochmal das Wichtige daran. Genau, und das Tolle ist wirklich, also ihr könnt hier alles hochladen, das könnten sogar Sachen sein, woran ihr die Rechte habt, aber die, wie gesagt, urheberrechtlich darf das noch nicht öffentlich gemacht werden. Wir können es trotzdem schon hochladen und zeigen und dann könnte man zum Beispiel eure Vereine kontaktieren oder euch persönlich kontaktieren, je nachdem, was ihr einstellt. Und ich sag mal, wir werden das wahrscheinlich dann nicht mehr erleben, aber wenn dann irgendwann das Urheberrecht eben dann an dem Werk verfällt, dann ist das eben digitalisiert worden und ist endlich für die Allgemeinheit auch zur Verfügung. Also so gehen keine Sachen verloren. Ich habe ein Beispiel. Und zwar, ich habe gerade letzte Woche dieses Buch bekommen für mein Vorfahren, deren Heimatsort. Das ist ein Ortsfamilienbuch. Das kann ich nur auf Archeon finden, die Einträge. Und die müsste ich mühsam durchgehen und alle nachrecherchieren. Und hier sind sie alle zusammen. Wenn dieses aufgeladen wäre, aber nicht zur Verfügung steht, würde ich trotzdem wissen, dass es gibt. Und ich könnte mich dann an irgendjemand, an einem Verein in Deutschland, in Karlsdorf oder Hessen anwenden und sagen, wo bekomme ich dieses Buch? Genau. Es ist ja ein Katalog, ne? Es ist ein Bücherkatalog und da kann ich eben halt feststellen, oh hoppla, da gibt es ja ein tolles Buch. Ne? Und ich kann also auch sehen, wo ich das dann herkriegen kann. Genau, und vielleicht nochmal an der Stelle auch der Hinweis, also oftmals gibt es auch Werke zu Hause, das sind dann am Ende verwaiste Werke, weil man sich alle Mühe gibt, den Urheber zu finden und das stellt sich schwierig dar und wir haben alles gemacht, was wir konnten, dann können wir auch hingehen, die Sachen hochladen. Also ich glaube, der Günther, du bist ja auch da, gell? Compgen zum Beispiel hat, ich glaube, nächste Woche habt ihr das oder übernächst. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, aber ihr habt auch eine Veranstaltung, wo ihr auch nochmal über, ich sag mal, Open Access und auch Urheberrecht und so weiter sprechen werdet. Ja. Das ist vielleicht auch nochmal interessant, da auch mitzumachen, eventuell mal da zu gucken. Also das ist, glaube ich, nicht verkehrt, da mal vorbei. Ich weiß nicht, wann habt ihr das? Vielleicht willst du mal kurz sagen. Nächsten Donnerstag um 20 Uhr. Ja, genau, Günther, also, vielleicht, weil wenn du den Link weißt dorthin oder so, kannst du vielleicht auch noch mal in den Chat stellen, denn das ist eine ganz wichtige Geschichte für uns Ahnenforscher auch überhaupt, sich über Urheberrechte zu informieren. Also wer da Lust hat, bei Compgen reinzuschauen, es lohnt sich dann. Glaube ich auch diesmal, ja. Alle Fälle. Ja, ich gebe den Link gleich. Ja, okay, dann haben wir die Bücher auch. Ja. Wären wir eigentlich im Grunde genommen durch diese Grundlagen durch, wo man suchen kann und wie man suchen kann, nach was man suchen kann. Wir haben natürlich jetzt nur einen Überblick, weil man kann nicht genau ins Detail gehen, weil da könnte man hier 10 Stunden machen oder 3 Tage oder so. Aber ich würde es jetzt mal so ein bisschen die Fragerunde mal eröffnen. Bleib mal einfach online auf deinem Schirm, denn wenn jetzt Fragen kommen, kann man dann vielleicht auch dann das sofort zeigen, wie man da hinkommt oder so. So, wer Fragen hat, bitte die Hand heben, unten in der Zoom-Leiste oder die Frage in den Chat schreiben. Also, oder gute Tipps auch. Wer noch oder auch gute Erfahrung Tipps noch, hat. Genau. Oder eben halt das Mikrofon öffnen und die Frage stellen. Aber ich sehe gerade, Günther hatte eine Frage, dann hatten wir Peter und dann die Anke. Nancy, du beachtest die Teilnehmerliste? Oder ist Nancy gerade nicht da? Ja, ich bin hier, ich musste mein Mikro finden. Achso, ja, Nancy, vielleicht kannst du das dann irgendwie übernehmen, wer von oben nach unten dann die Fragen stellt. Dann wäre Günther. Günther ist der Erste, der sich gemeldet hat. Günther. Ja, danke. Also ich habe keine Frage, sondern einen Hinweis. Mich hat es richtig gefuchst, warum Family Search den Geburtseintrag von Johannes Brahms nicht hat. Den gibt es natürlich. Und wenn man ganz genau hinguckt auf der Brahms-Seite, wo also alle möglichen Quellen angegeben waren, da ist ganz unten ein Hinweis sogar zu einem Link zu den Ahnentafeln berühmter Deutsche auf Genealogy.net.
also auf dem CompGen-Server. Ja, vielleicht ach, kann ja. Sogar bei euch dann. Ja, bei uns ist auch nur der Link zu einer polnischen Seite, wo man diese Ahnentafel berühmter Deutscher anschauen kann. Und da kann man dann sehen, dass Johannes Brahms in der Kirche Sankt oder Kirche Michaeliskirche in Hamburg, ich glaube, 3 Wochen nach seiner Geburt getauft worden ist. Ja. Aber wir haben die einfach auf zuletzt angesehen und der Stammbaum. Ja, auch eine gute Idee. Sehr gut. Personeneintrag schnell. Das ist auch nochmal ein guter Hinweis. Wenn man auf Familienstammbaum klickt und auf Person oder irgendwie auf Stammbaum, geh nochmal auf Stammbaum. Ich kann mal Übersicht. Dann sieht man hier auch kürzlich angesehene Personen. Genau. Und dann kann ich mal gucken, hier, da ist ja der Johannes Brahms, den hat man doch auch gehabt. So, und dann unter den Quellen ganz nach unten gehen. Ja, da ist es. Da ist die, in der Mitte ist es, Peter von Gebhardt, Ahnentafel berühmter Deutscher. Das hier. Das war dieser fleißige Larry Parkinson, der das eingegeben hat. Und da gibt es dann den Link, kannst du auf den Link klicken. So, den finden Sie auf einer anderen Webseite, da klicken wir mal drauf. Guck mal hier. Mhm. Und da kann man jetzt suchen, in welchem Band kommt der vor. Das war aber vorhin angegeben, das ist der Band 1 auf Seite 71. Und dann kann man sich die riesige Ahnentafel angucken. Ja. Und jetzt Band 1, da sieht man Seite 71, 73, super. Mhm. Genau. Das ist eine große Ahnentafel für die Mutter eigentlich nur. Für die väterlichen Ahnen hat man nicht so viel gewusst. Und da ist dann auch... Entschuldigung. Ja, super, aber doch, klasse du, danke dir. So, Peter hat sich, glaube ich, gemeldet. Ah, jetzt bin ich nervös geworden, weil ich habe wirklich den Ahn, diese Peter von Gebhardt und all die Ahnentafeln, die es schon gegeben hat, alle überarbeiten müssen, weil da gibt es zwei große Lücken. Die größte Lücke ist, dass die Nationalsozialisten den Brahms für sich vereinbaren wollten beim 100-Jahr-Jubiläum. Da gibt es sogar eine Doktorarbeit darüber und da gibt es so viel Berichte drüber. Und mich stört auch, dass ich habe zum Beispiel die verschiedenen Daten auch eingegeben, aber das ist wahrscheinlich überhaupt, ich weiß nicht, wo das geblieben ist, mein Stammbaum. Jedenfalls, man hat mir irgendwann nicht mehr gewusst, wo die Großvater-Elbväter herkamen, über die Elbe und so weiter. Und da hat man einfach geschrieben, der Pastor konnte sich nicht mehr erinnern. Dann habe ich das Kirchenbuch von Brunsbüttel durchgeschaut und ich habe auch einen Teil, das habe ich wiedergefunden heute in dem Vortrag, gesehen von, sie haben auch gelebt irgendwo nördlich von Heide, der fällt mir jetzt nicht ein, der Ort. Und da waren die Kirchenbücher in der See verschwommen. Jetzt konnte man nicht mehr den Stammbaum genau feststellen, des Johannes Brahms, der aus Heide in Holstein kam. Aber was jetzt zum Schluss gesagt wurde, das war wieder nur ein Fragment, dass die Taufe dann wieder bezeugt ist. Hm. Aber was ich sagen wollte ist, ich ärgere das, das war für mich ein Lebenswerk, das zu machen. Und das hat niemand interessiert, weil es gab nämlich 2 Stammbäume 1970 von Leuten, denen ich Glauben schenken kann. Aber das ist eine andere Sache, die muss man jetzt hier nicht besprechen. Also ich gehe die Treppen hoch. Und das war aber nicht meine Frage zum Schluss. Es ist ein sehr interessanter eine sehr interessante Präsentation. Ich bin ja ein Mitglied der Kirche und ich habe jetzt folgende Fragen. Ich selber habe 5 Jahre die Bibliothek in Wien geführt, von der Kirche aus, und wir hatten recht viele Besucher und so weiter, die Filme verliehen. Das ist auch wieder eine andere Geschichte, weil wir haben nie von Seutelik irgendwelche Antwort bekommen, warum das so sei und wie das so sei. Hauptsache, das hat gestimmt, was wir gemacht haben. Und wir waren ziemlich alleingelassen, weil für Österreich gab es damals nicht so viel öffentliche Material, auch von Schlesien, vom Osten noch nicht. Wurde alles erst verfilmt. Das ist auch eine Tragik für sich. Und nur... ich muss Luft holen, weil ich bin emotionalisiert. Weil der Nachname macht das wahrscheinlich bei dir. Hm? Wie bitte? Das macht dein Nachname bei dir, schätze ich. Na, du, das kannst du nicht sagen. Ich bin ein liebenswürdiger Mensch, sonst hätte ich das nicht da mit den Frauen so lange ausgehalten in der Bibliothek. Na, da hat man mich genommen von Pfahl aus. Ja. Nein, überhaupt nicht. Auf dich, lieber Jan, habe ich sowieso noch eine Frage, auch eine spezielle. Weil wir wussten natürlich genau Bescheid, wo wir zu den Archiven fahren mussten, die Leute von uns und aus der Gemeinde, aus unserer Gemeinde sind sehr viele in den Osten gefahren und konnten auch helfen.
von daher. Und wir wussten auch, wie gut ihr dort in Dortmund seid und wie viel besser ihr seid. Und wie, okay, jetzt halte ich auf. Ich habe jetzt festgestellt, dass es drei verschiedene Ebenen gibt, wo ich meine Daten platzieren kann. Und da hatte ich eine für mich spezielle Frage. Ich bin ja jetzt schon 82 und bald scheintot. Zentralfriedhof liege ich etwas weiter von Brahms entfernt. Der Friedhof ist in die Grabstelle ist in 3 Minuten zu Fuß zu ergehen. Brahms und meine Grabstelle. So, meine Frage ist, warum gibt es oder was sind das? Ich habe es ja jetzt gelernt, welche Plattformen es für Mitglieder gibt. Die eine Plattform hat man natürlich jetzt hier in dem Vortrag überhaupt nicht angesprochen. Und das finde ich auch richtig. Das ist wohl etwas, was ich mir wahren möchte, nämlich, dass wir so mühselig früher gearbeitet haben, Genealogie zu machen. Die moderne Genealogie interessiert mich, dass ich noch mal 20 Jahre alt wäre und noch mal anfangen würde. Nur das schaffe ich ja nicht. Das gibt mir ja keine. Und jetzt habe ich aber erlebt, irgendjemand hat es gesagt, der Jan oder aus Amerika, der Georg hat es gesagt, er hat platziert seine Familie in welchem Programm, bevor sie dann in andere Programme aufgeht. Verstehe ich jetzt nicht so ganz die Frage. Meinst du unter Genealogien, Peter? Ja, in Genealogien, ja, genau. Genau. Ich habe einmal hochgeladen meine Gitcom-Datei unter Genealogien. Ja. Das heißt, wenn man da jetzt weiter runterläuft. Genau, also man klickt auf Suche, dann hat man wieder die verschiedenen. Hier haben wir nach Genealogien gesucht und jetzt kannst du sagen. Jetzt, wenn du da weiter runter gehst, gibt es die Möglichkeit, ihren individuellen Stammbaum hochladen. Ja, und das heißt. Hat uns niemand bis jetzt gezeigt, heute habe ich es kennengelernt. Genau, da kann ich zum Beispiel aus meiner Genealogie-Software eine GetCom-Datei exportieren. Ja, ja. Und diese GetCom kann ich dort dann hochladen. Dann ist sie aber nur unter Genealogien zu finden und nirgendwo anders und niemand kann da irgendetwas verändern. Das wollte ich sagen. Diese Daten, bevor es was Neues gab, das war vor 10 oder 15 Jahren, habe ich alle meine Daten, damit ich Angst hatte, dass ich die niemals der Kirche zur Verfügung stellen könnte, also der Kirche reingehen könnte. Vielleicht sterbe ich, weil ich sterbe nämlich schon seit 10 Jahren. Und da habe ich gedacht, ich muss die, hat mir ein Kollege den Rat gegeben, schieb die doch einfach rein und die finde ich jetzt wieder in Genealogien. Das sind alte Einreichungen, auch die damals zu Ancestral File oder Pedigree Research oder IGI, das ist alles unter Genealogien zu finden. Ja, genau. alles an Genealogien, was Einreicher eingereicht haben, ist dann da auch zu finden. Morgen rufe ich den Pfarrpräsidenten an und sage, du musst was ändern. Das wissen wir ja gar nicht alle. Das wissen wir. Und dann kann ich entscheiden. Weil das zum größten Teil auch schon in den Stammbaum eingeflossen ist, Peter. Genau, also es ist jetzt nur ein bisschen. Also im Moment ist es nicht die großartigste Sache. Also es ist schon hilfreich so, aber wir denken, das in Zukunft noch verbessern zu können, dass es sinnvoller nutzbar ist auch, ne, für den Einzelnen. Entschuldigung, jetzt stelle ich aber fest als Mitglied, dass ich damals ein bisschen geurast habe. Ich habe so viel zusammengeschrieben auch, die habe ich eingereicht, tausenderweise, sonst hätte das Programm es nicht genommen, nächtlicherweise, und das sind auf 10.000 Stück und 10.000 oder 2.000 und so. Jedenfalls, dass ich da sehr viele Fehler drin habe. Und die kann ich ja eigentlich nicht mehr jetzt. Nein, die alten Einreichungen, die alten von damals, die wirst du nicht mehr ändern können. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel eine GitCom-Datei hochgeladen habe von meiner Genealogie und habe jetzt festgestellt, habe jetzt weiter in meiner Genealogie-Software dran gearbeitet, habe es ergänzt oder habe Korrekturen vorgenommen, dann kann ich diese GitCom-Datei wieder löschen, hier an der Stelle, und kann die neue aktualisierte wieder hochladen. Ja. Aber was man du wird früher gesehen, genau, man wird die sehen, könnt ihr dann löschen. Genau. Und das, was du vor 20 Jahren mal eingereicht hast oder so, ja, das ist nicht mehr änderbar. Das steht da halt drin und man kann es nicht mehr ändern, weil da hat man keinen Zugriff mehr drauf. Ne? Ich möchte etwas mitteilen, und zwar, ich war vor einer Woche bei Georg und er hat immer noch ein Mac. Also den originellen
Apfelprodukt von Macintosh auf seinem Büro. Den hat er noch nicht weggeschmissen. Den ganz alten. Das Ding ist, glaube ich, 30 Jahre alt. Ja, ich glaube 83 oder wann. Es ist 82. Richtig schön. Es ist im Prinzip nur eine Buchhaltestelle. Ja, ja. Und so, ich verstehe, Peter, dass du gefrustet bist, ja. weil du hast Sachen aufgeladen und irgendwie kann man das nicht korrigieren. Und ich weiß, mir ist was aufgefallen. Die Deutsch sprechen, sind sehr genau. Wir mögen, deswegen haben wir Wörter, die 16 Buchstaben lang sind, um genau festzulegen, was das Ding ist. Und manchmal ist es ein bisschen schwierig, weil wir der Technologie bewegt sich so schnell, dass wir nicht immer mit rennen können. Und bei Ancestry und bei MyHeritage, da bezahlt man dafür, dass die ständig diese neue Sachen eingeben und man lernt damit umzugehen. Und mit Family Search ist es eher es hat Patricia früher gesagt, wir sind auf einem Budget. Das wird hauptsächlich von den Kirchenmitgliedern bezahlt und wir arbeiten da drin und es gibt Prioritäten, die sich bewegen und diese Stammbäume, die sind zwar wichtig, aber es ist nicht das Wichtigste. Am wichtigsten sind uns immer diese historischen Quellen zu digitalisieren und es möglich zu machen, dass man sie nachrecherchieren kann. Und ich kann verstehen, dass du ein bisschen gefrustet bist, dass du es aufgeladen hast und du kannst es nicht korrigieren. Und jetzt stellst du fest, du musst es wieder löschen und dann wieder neu eingeben, wenn du so viele Namen eingegeben hast. Verstehe ich das korrekt? Aber die Namen muss ich ja nicht löschen. Ich habe das ja auch wie der Georg noch aufbewahrt aus dem Jahr Schnee, solange man sogar aus der Genealogie. Genau, das meine ich, dass man das wieder korrigieren muss. Ja. Und das kann, ich glaube, was du sagen möchtest, ist, dass du gefrustet bist, dass du etwas aufgeladen hast und das ist nicht. Ja, ich ärgere mich über die Lebenszeit. Und ich kann die Schriften lesen, ich weiß, wo ich was finde. Nein, was ich sagen möchte, und ich bin da ja nicht alleine. Es gibt einen kleinen Stamm von Leuten hier in Wien, die einfach traurig sind, dass das so ist und die sind frustriert. Ich bin wieder motiviert durch das Moderne. Aber jetzt habe ich die nächste Frage. Ich sehe oft auf den kircheninternen Seiten, dass sich jemand ohne Weg meine Stammbäume abschreibt. Der schreibt ab die Stammbäume von Ancestry, da arbeite ich auch drin, ja, in Ancestry. Und der kommt immer mir nach. Ich kenne meine Stammbäume schon auswendig. Und das kann nicht möglich sein. Peter, vielleicht kann man das nochmal an anderer Stelle klären. Ja. Vielleicht können wir uns da auch mal gemeinsam irgendwie in so einer kleinen Zoom-Konferenz treffen, weil da werden wir jetzt auch keine Lösung für finden. Nein, ich erwarte auch keine Lösung, ich stelle nur fest, weil ich habe gesagt, ich sehe mir das nochmal an, weil der Johann Bondrat, das ist mein Freund, mein Nachbar, aber der ist auch schon so alt und er kann das nicht mehr, wir können das nicht mehr ertragen, was da alles passiert. Und nämlich, ja, okay, und da hast du schon recht. Und ich bin leider auch für große Dialoge. Ihr merkt es ja, ich bin immer gleich. Okay, na schön, ich lerne. Ich würde es so froh sein, wenn ganz viele aus Wien diesen Beitrag gesehen hätten. Ja, ich würde gerne vielleicht jetzt nochmal weitergehen bei denen, Peter. Wir können uns da ja auch noch kurz schließen. Du kennst ja auch meine E-Mail-Adresse. Wir schließen uns da einfach mal kurz und können da also auch nochmal drüber diskutieren. Ich würde gerne weitergehen an die Anke. Hallo, und zwar ich bin da. Ich musste gerade freischalten. Könnt ihr mich hören, oder? Ja. Okay, super. Ich hätte zwei Fragen und einen Tipp noch. Und die Frage wäre zum einen zu dem Mikrofilm. Ich hatte jetzt gestern oder so einen aufgezeichneten Vortrag von Family Search angehört, wo gesagt wurde, dass alle Mikrofilme inzwischen digitalisiert sind. Und wenn das Symbol vom Mikrofilm immer noch erscheint, das dann heißt, dass der Vertrag mit dem Archiv so ist, dass es nicht anders als Mikrofilm verfügbar sein kann. Oder Datenschutz. Und bedeutet das dann aber, wenn es Datenschutz ist, dass irgendwann im Laufe der Zeit freigestellt wird? Wenn es Datenschutz wäre, dann wird es nach Ablauf der Schutzfristen freigegeben. Wenn es allerdings am Vertrag, an den vertraglichen Rechten liegt, dann gibt es manchmal so Embargo-Zeiten, ne, wo das Archiv sagt, okay, für 5 Jahre oder für 10 Jahre wollen wir das exklusiv zeigen und danach könnt ihr es an alle
veröffentlichen. Aber manchmal ist es auch so, dass komplett ein anderer Partner die Rechte hat, das für alle zu zeigen, ne? Bei Ancestry oder so. Da, wenn das der Fall ist, dann ist auch wieder der Hinweis, dass man in unseren Centern für Familiengeschichte auch kostenfreien Zugriff auf Ancestry oder MyHeritage oder Find My Pass oder so hat. Also das lohnt sich dann auch wieder, die Center in Anspruch zu nehmen, um dort diesen institutionalisierten Zugriff auf die anderen Anbieter zu nutzen, der dann da kostenfrei ist. Da ist vielleicht auch nochmal ein guter Hinweis einfach. Ich habe mal hier so einen Artikel gerade mal aufgemacht, der gibt es zurzeit nur auf Englisch. Aber hier steht zum Beispiel, nach 83 Jahren, wo diese ganzen Filme digitalisiert wurden, das ist jetzt 2021 ist der Artikel jetzt her, wie auch immer, also das war um 2017, 18 und um 2020 war das komplett abgeschlossen mit dem Digitalisieren der ganzen Mikrofilme. Aber da muss man drüber nachdenken, viele der Verträge sind eben älter gewesen, da gab es gar kein Internet, da hat man gar nicht so darüber nachgedacht, was dann am Ende dabei rauskommt. Und deswegen haben wir öfter dann die Probleme gehabt oder die Problematik, dass wir bestimmte Mikrofilme oder sogar die Digitalisate nicht zeigen können jetzt online, sondern eben nur in so einem Center für Familiengeschichte. Da müsste man eigentlich mit all den ganzen Archiven die Verträge nochmal neu aufnehmen und nochmal neu machen. Und das ist ganz schwierig. Also einfach, das hat meistens mit rechtlichen Sachen dann zu tun. Ich möchte nochmal zurückkommen auf das, was Patricia gerade gesagt hat, mit dem Datenschutz. Es ist ja so, dass zum Beispiel sich die Kirchen oder so einen Datenschutz gegeben haben. Ich sage nur mal 100 Jahre. Ja? Jetzt ist aber auf diesem Mikrofilm noch ein Zeitraum vorne, der eigentlich nicht mehr datengeschützt ist, als Beispiel. Ja? Aber Family Search hat dann den ganzen Film gesperrt, weil man kann ja letztendlich nicht da das Stück rausschneiden oder die Digitalisate nur bis dahin online stellen und die neueren nicht mehr. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, war folgendes: Wenn ich jetzt im Katalog nach einem Ort suche und ich finde ein Kirchenbuch und sehe nur die Mikrofilmrolle, dann weiß ich, oh hoppla, da komme ich so nicht dran. Aber vorne ist eventuell noch ein Zeitraum, der nicht mehr datengeschützt ist. Dann könnte man, oder dann habe ich die Erfahrung gemacht, wenn ich sage, ich brauche aus der Filmnummer einen Eintrag aus dem Jahrgang und habe das dem Lookup-Service mitgeteilt. Ja, dann haben die das noch nachgeprüft und haben gesagt, okay, die Eintragung ist außerhalb dieses Datenschutzbereichs, zwar auf dem Film, aber nicht mehr Datenschutz. Und dann bekam ich also diesen Scan, also dann hatte man einen Scan gemacht und den bekam ich zugeschickt. Das heißt also, wenn das ist nur ein Tipp, wenn ich jetzt im Katalog auf eine Mikrofilmrolle stoße und nicht drankomme, ja, dann kann ich über den Lookup-Service im Grunde genommen versuchen, an einen gewissen Eintrag dranzukommen. Und der Lookup-Service, der stellt dann fest, okay, ich kann diesen Eintrag bekommen oder ich kann ihn nicht bekommen. Ne? Also das wäre nur mal ein Tipp zu versuchen, wenn man sieht, es ist ein Zeitraum vorne, der nicht mehr datengeschützt sein kann. Weil es gibt ja auch Ortschaften, die haben, ich sag mal, von 1700 oder eine kleine Ortschaft von 1700 bis 1920 oder 1930 in einem Buch stehen. Genau. Ja? Und dann ist das ganze Buch gesperrt auf Mikrofilm. Ja? Ja. Aber wenn ich dann von 1700 den Eintrag brauche, dann würde mir der Lookup-Service den zuschicken. Ja, aber eben das nicht. Ne? Ich war letzte Woche in Frankreich für ein Icarus, der ein Teil Matricula ist, ein Teil davon. Die haben einen ganz tollen wochenlang oder drei Tage lang Konferenz gegeben. Und es ging hauptsächlich um Archivisten und Archiven. Und einige der Probleme, die sie jetzt haben, ist, dass es private Archiven gibt und dann gibt es, wie sagt man jetzt auf Deutsch, Public, für öffentliche, dann gibt es private und dann gibt es persönliche. Und jetzt zum Beispiel ist das Modell in der USA mit Family Search, das ist eine private Organisation, die Mikrofilm, die Verträge gemacht hat mit anderen Organisationen und die stellt das jetzt an der Publikum
umsonst zur Verfügung. Und da auf einmal ist das Problem, dass verschiedene Archiven sagen, okay, wo stehen wir rechtlich und was, weil verschiedene Archiven sind unter anderen Rechten, ich weiß nicht, wie man das am besten sagt. Diese Archiven, andere, die werden verwaltet unter verschiedene Gerichte und Regeln und dann können sie nicht mitmachen und so kreiert es Probleme und wir, die recherchieren und nachrecherchieren und die etwas zusammenstellen wollen, sind jetzt, jetzt haben sie Probleme. Hier ist ein Beispiel. Wenn ich jetzt auf dem Internet gehe und auf Social Media irgendetwas poste über meine Familie und meinen Vorfahren, muss ich vorsichtig sein, weil ich könnte, ohne es zu wissen, irgendwelche Rechten verstoßen, weil ich jetzt was Privates und dann was von der Publikum okay ist und jetzt habe ich etwas Neues kreiert und wem gehört jetzt diese Information? Und ja, das kreiert Probleme und deshalb ist es manchmal ein bisschen schwierig, weil es gibt mehrere Schichten von Problemen, die wir nicht verstehen und wir stehen am unten und versuchen zu verstehen, warum kann ich mir diese Kirchenbücher nur hier angucken, wenn mir gesagt wird, dass ich sie überall angucken kann. Und das kommt, weil es andere Regelungen und Bestimmungen gegeben hat. Und wir sind nicht die Einzigen, die damit Probleme haben. Auch die Archiven haben Probleme damit, weil sie wissen nicht, okay, wo ist der graue Zone, wo mache ich das gerechtlich, wo ist das nicht gerechtlich. Und wo verstoße ich gegen ein Gesetz, ohne es zu wissen? Und so ist es ein bisschen problematisch im Moment, weil wir jetzt mit dem Internet ganz neue Möglichkeiten haben, Informationen zu verteilen. Richtig, genau. In Anbetracht der Zeit wollte ich eigentlich, wir haben schon 8:45, jetzt hat sich der Hans noch gemeldet und Paul und Rosi. Ich hatte auch noch. Genau, die Anke hat noch gleich was, die wollte noch was. Darf ich vielleicht dann auch anschließend zur Anke, bevor irgendwie andere Themen kommen, weil das jetzt noch auf die Frage zur Anke vorhin war, mit dem Archiven, warum sie da teilweise nicht gucken kann oder sonst was, warum die Filme gesperrt sind. Mhm. Wenn du die Filme bei Family Search nicht findest, also dass die nicht einsehbar sind und es handelt sich jetzt zum Beispiel um polnische Sachen oder sonst was, dann müsstest du vielleicht mal auf die Seiten der polnischen Archive gehen, weil die mittlerweile auch selber sehr, sehr viel online stellen und mir wurde mal gesagt, dass deswegen manches bei Family Search auch nicht mehr online gestellt werden darf. Es ging mir ja darum, ob die Mikrofilme irgendwann noch freigeschaltet werden und ob man es erkennen kann. Aber ich denke, man kann den Unterschied nicht erkennen. Nein. Aber die andere also Frage war... Wenn der Zeitraum angegeben ist, dann gibt es, also die Datenschutzfristen sind auch von Land zu Land ein bisschen unterschiedlich, aber meistens geht es nicht über die 110 Jahre hinaus. Manche Länder haben 100 Jahre für alles. Deutschland hat, glaube ich, 110 Jahre für Geburten, 80 Jahre für Heiraten und 30 Jahre für Tode. Und dann, ne, wenn man die Zeiten sehen kann und irgendwas fällt noch in diesen Bereich, dann kann man schon davon ausgehen, dass es Datenschutz ist. Und entgegen, also wenn man aus den Fristen raus ist und es nicht freigegeben, heißt es wird wohl auch nicht freigegeben. Wahrscheinlich dann nicht. Okay. Und eine andere Frage, was ist, wenn ich im Katalog was finde, was gar kein Symbol hat? Also jetzt zum Beispiel ein Beispiel war ein Iglau. Da bin ich in Land Records reingegangen und erst wurden die angezeigt als Kamera mit einem Schlüssel drüber. Als ich aber dann nochmal neu geladen habe, waren plötzlich einige normale Kameras und andere hatten überhaupt nichts. Geh mal in den Katalog nochmal. Wie hieß der? Und also Iglau ist das Iglau. Genau. Und das nehmen mit den beiden Iglaus das untere. Aber jetzt das in die ist Land manchmal auch ein technisches Problem, ein Server. Das untere. Da würde ich Zensus manchmal, oder das, Land und Property? Das untere und dieses. Das untere. Hm? Genau, klick genau, mal drauf. Iglau, so. Und da sind ganz viele halt nicht da. Ja, okay. Die sind da noch nicht digitalisiert, ne? Doch, also es ist alles. Wenn es keine DGS-Nummer gibt. Nee, das sind nur, die sind schon digital. Da gibt es keine Filmnummer, aber eine DGS-Nummer ist schon da. Die sind digital, aber aus irgendeinem Grund nicht verfügbar. Mhm. Manchmal ist es aber auch so, dass es einfach einen Fehler bei uns in der Datenbank gibt. Also es lohnt sich da schon auch mal den Support zu kontaktieren und wir fragen dann nach,
bei der Rechteverwaltung, ob da möglicherweise ein Irrtum vorliegt. Ja, das könnten wir mal. Okay, dann werde ich das machen. Ja, also da fehlen einige, wie man sieht. Ja, oder da sind keine. Jetzt sind alle weg. Ja, das ist, wenn du vielleicht nicht jetzt sind, jetzt sind alle da. Also ich habe jetzt noch jetzt meinen Mitarbeiter. Das ist möglicherweise ein Serverproblem, ja, dass da einfach vom Laden her das zu lange dauert oder. Anke, wir schreiben uns das mal kurz auf und wir melden uns nochmal bei dir bei der Sache, ja? Da, okay, super, danke. Aber es lohnt sich auch, das immer mal wieder zu probieren zu anderen Tageszeiten, weil manchmal die Server einfach überlastet sind. Gerade abends, wenn dann Nordamerika online ist, da gibt es manchmal dann auch Engpässe von der Bandbreite so ein bisschen. Anke, kannst du mir nochmal kurz privat deine E-Mail-Adresse schicken? Dann mache ich. Und genau, dann schreibe ich dir. Einen Tipp hatte ich ja noch versprochen. Genau, was ich ganz praktisch finde, bei der Suche nach Personennamen ist Platzhalter zu benutzen. Weil man ja öfter Buchstaben hat, die manchmal A oder E zum Beispiel, oder E oder so, und das dann durch ein Sternchen zu ersetzen und dann trotzdem eine exakte Suche zu machen. Haus zum Beispiel bei Hausberg und Hausburg, ja, als Beispiel bei dem Namen. Na, oder auch wenn man Johann Haus, und Johannes haben will. Genau, oder so. Da kann man bei der Suche, bei den Aufzeichnungen Haus B und dann ein Sternchen setzen. Haus B und dann Sternchen, dann sucht er nach Berg, Burg. Ja, man kann sogar das G dann noch dahinter, wenn man Hausbachs vermeiden will, zum Beispiel, kann man dahinter dann noch Buchstaben machen. Genau, oder vorher noch. Und, also wie gesagt, das sind also auch so. Jetzt finden wir so, wahrscheinlich Hausburg, Hausberg und solche Sachen. Ja, genau. Es funktioniert halt besser, wenn man die exakte Suche macht, dann kann man es einschränken. Bei mir funktioniert gar nichts irgendwie gerade hier, ich weiß auch nicht, was los ist. Ja. Wenn du bist prima, Toller Tipp, dann würde ich vielleicht jetzt noch mal weitergehen an den Hans. Hans und Paul und Rosi noch. Und dann haben wir auch, glaube ich, gleich halb 10. Und dann würde ich dann auch gleich das Thema hier beenden. Und wir werden ja auch noch weitere solche Family Search Workshops mit euch machen, ja, wo man dann also vielleicht auch nur Fragen stellen kann. Sehen wir einfach so diese Anwendertreffen. Ne? Jetzt gehen wir aber erstmal zu Hans. Ja, danke. Ich habe nur eine kurze Frage, und zwar geht es um die Indexierung vom Gräberindex in Wien. Und zwar sind da regelmäßig Fehler drinnen, und zwar wurde immer das Bestattungsdatum als Todesdatum eingegeben. Ich kann das nicht mehr ändern. Das ist dann eine Sache, die kann man dann an den Support weitergeben. Wir würden dann ein Ticket aufmachen mit den Technikern, dass das korrigiert wird in der Datenbank. Ja, also das kann der Benutzer selber nicht korrigieren, aber wir können das weiterleiten, dass quasi die Datenbankingenieure das korrigieren. Ja, Sie können das weiterleiten. Wir können das weiterleiten, ja. Ja, darf ich nur das kurz sagen, sondern eine Person zum Beispiel. Ja. Im Familienstammbaum. Jan, kannst du mal reingehen? Genau, bin gerade dabei. Moment. Ja. Suche Familienstammbaum, genau. Mhm. Und dann? G. Vorname oder Nachname? Unter ID-Nummer. Ach, ID-Nummer. Ah, also oben. Nee, oben. Der ach, hier. Ja, sorry. Ich hatte Batchnummer. Ja. Mhm. Gustav Cäsar 4 M48 D. Also Strich 48D, ne? Genau. Ja. D. Na, D. Dora. Do wie Dora, Dora. Genau. Ja. Georg Bruckbauer, ist er richtig? Georg Bruckbauer, ja. Einmal draufklicken auf den Namen, genau. Und wo ist da was, was da nicht zu ändern ist? Wahrscheinlich die Quelle. Die Quelle. Genau. Quelle ansehen. Ja. Nee, also gehen wir auf die Quelle ansehen, genau. Und dann auf den, ja, da können wir schon mal sehen, das Sterbedatum. Ja. Geh mal, klick mal auf den Link, genau. Und da ist das Sterbedatum richtig. Wahrscheinlich die Originalurkunde anschauen und dann vergleichen mit den. Aber das ist kein Einzelfall, das sind wesentlich mehr. Ich habe mir das notiert und ich werde das weitergeben. Ja, das ist, mal gucken. Also das ist kein Einzelfall. Wenn die ganze Sammlung betrifft mit den, ja, dann. Ich kopiere den gerade nochmal, dann haben wir das auch. Ja. Ja.
Super. Ja, das ist leicht wiederzufinden. Ich habe mir die ID-Nummer aufgeschrieben. Ja, genau. Mhm. Hast du das? Wahrscheinlich ist da die ganze Index. Genau. Genau, da müssen wir, das werde ich weiterleiten. Danke vielmals. Das wäre. Ja, Dito. Perfekt. Und dann nehmen wir noch Paul und Rosi. Ja. Paul und Rosi, ihr habt viel Geduld gehabt, jetzt seid ihr dran. Ja, genau. Ich habe auch mal eine Frage zu einem Ort, und zwar ein größerer Ort, wo auch evangelische und katholische Kirche sind. Ich finde den aber nicht. Der Ort heißt Penzig. Wo liegt der? Wo liegt der? Der liegt bei Görlitz. Also einfach bei Meyers Gesetz hier vielleicht, könnte man da nochmal reingehen. Da ist er drin auch, da finde ich ihn auch, ein katholischer. Ja, such mal hier, Jan, das ist keine schlechte Idee. Schau mal genau, rein. Oder such mal da. Genau, kannst du den mal buchstabieren oder in den Chat schreiben? Paula, Emil, Nordpol, Zeppelin, Ida, Georg. Oh, Ida, Georg, da sind wir. Penzig. Da, genau. Das sind die vier Treffer, die wir haben jetzt zurzeit hier. Schlesien, ja. Ja, das ist der zweite. Okay. Und dann kann das man müsstest auch du dir jetzt mal kopieren und das dann bei der Suche eingeben als Ort. Mhm. Und dann mal gucken, was da, was bei ich würde wahrscheinlich mal die Aufnahmensuche probieren. Mach mal die Aufnahmensuche und such nach dem Ort. Okay. Also das finden wir jetzt. Ja. Nee, das war, ja, doch. So. Nee, kein Treffer. Ja, und dann haben wir nichts. Dann haben wir zwar den Ort in unserem Standard, aber wir haben ja auch nicht zu jedem Ort was, leider. Ne? Ja. Aber wenn da, also polnisch, wie gesagt, das ist schon erwähnt worden, die polnischen Archive haben sehr viel selber ins Netz gestellt. Im Forschungswiki gibt es Übersichten auch für, wie man eine Online-Genealogie-Übersicht für Polen, wo viele Links auch enthalten sind. Es ist dann immer, wenn man im englischen Forschungswiki sucht nach Genealogy, Online Genealogy Poland. It's da gibt's Poland Genealogy. Also wenn man da einfach Poland Genealogy genau sucht, da findet man eine sehr gute Übersichtsseite. Jan, mach das mal. Geh mal auf Suche und Wiki. Mhm. Gut, versuche ich das mal dann. Gib einfach mal Poland ein und dann. Ich weiß nicht, was los ist. Es ist super langsam gerade alles hier bei mir, aber. Ja, macht aber gut, ja. So. Jetzt bist du im Deutschen, Vicky, aber. Ja, das Englische wird besser sein. Du bräuchtest das Englische. Machen? Also wechsel einfach mal unten links, unten die Sprache. Ja, links, kann unten. Ich, oder kann ich auch, ja. Ich wollte gerade hier oben, Englisch. Das ist egal dann. Mhm. Ich gehe meistens einen anderen Weg. Ich gehe über Google und gebe dann ein Family Search Wiki Poland. Mhm. Ja. Ja, und dann kommt das nämlich auch sofort. Ne? Dann so, und dann gib einfach mal Poland ein in diesen Place to Search. Ja, es wird Poland Genealogy sein, genau das erste, was da kam. Achso, ich habe jetzt hier ist es. Genau, da ist es, ganz genau. Und das ist wirklich also eine hervorragende Forschungshilfe, wo ganz viel aufgelistet ist, ne? Wo finde ich was und welche. Also welche Sachen sind online verfügbar? Wo kann ich die verschiedenen Ich kann es auch noch mal übersetzen auf Deutsch. Und, ja. Ich kenne die Person, die diese Seite kreiert hat. Ja, gut. Dankeschön. Danke. Ja. Also wenn du da auch noch mal eine Frage hast, Rosi, kannst du mir auch noch mal eine Mail schicken, dann schicke ich dir vielleicht auch noch mal den Link oder so. Ja? Ja, gut. Okay, danke. Machen wir. Ja. Danke. Ja, ich würde ganz einfach Folgendes tun, Jan und Patricia und auch Annette. Ich würde hier jetzt einfach mal bei euch bedanken, dass wir diese Informationen, die Grundlagen, wie man sucht und so weiter, aus erster Hand bekommen haben von euch. Das ist mir nämlich immer sehr, sehr wichtig, dass es aus erster Hand ist, weil ihr kennt euch am besten damit aus. Und möchte mich erstmal ganz herzlich dafür bedanken, dass ihr das gemacht habt, dass ihr euch bereit erklärt habt, hier bei uns beim Stammtisch den heutigen Abend zu gestalten.